Und die Aufnahme läuft. So, das wird später auf YouTube zu sehen sein, in besserer Qualität, obwohl wir hier ein Retro-Spiel spielen. Und ich nicht glaube, dass es einen großen Unterschied macht, aber wollen wir das mit Respekt behandeln? Es ist Retro. Hi, Bobitanium. Wir spielen es. So, ist es zu laut? Ist es lauter als ich? Ich weiß es nicht. Hi, Elias. Servus. Und hi, Pascal. Bei aller Fairheit muss ich sagen, John McCloud spielt gerade Chrono Trigger. Oder spielt gleich Chrono Trigger. Ich habe gesehen, da kamen gerade Musikwünsche. Das heißt, wenn ihr darüber wollt, wenn ihr Chrono Trigger schauen wollt, ich bin euch nicht böse. Da steht Chrono Trigger. Ich sehe gerade kein Bild. Ich kann nicht drauf gehen. Ansonsten. Nee, bleiben wir mal dabei. So. Ich glaube, ich habe eine ganz schlechte. Ja, ich habe bei Twitch eine ganz schlechte Auflösung ausgewählt, damit meine Internetleitung nicht zu sehr leiden muss. So, dann sehe ich gar nicht die echte Qualität. Der Twitch-Bot ist wieder da, ist wieder aktiv. Wir haben nun auf YouTube den Bot, wir haben auf Twitch wieder den Bot zurück. Das war ein kleines Gefrickel, ich musste das Passwort neu einstellen, komplett neu machen. Das war wieder, das ist in so eine Endlosschleife gefangen. Ich krieg das Passwort nicht rein. Ich habe es zurückgesetzt. Ich wollte das alte Passwort wieder benutzen und da sagt mir Twitch einfach, nö, das Passwort ist zu schwach. Es war mir nicht erlaubt, dieses Passwort zu benutzen. Jetzt schreiben die mir schon vor, welche Passwörter ich zu benutzen habe. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe ganz, ganz viele Konten. Überall habe ich ganz, ganz viele Konten. Wegen Internet und so und wegen Streaming und YouTube und alles Mögliche und PayPal und überall sind Konten. Mehrere E-Mail-Adressen für verschiedene Accounts, Bot-Accounts und sonst irgendwas. Und die legen immer neue Regeln fest für Passwörter. Und ich habe bereits ein DIN A4-Blatt voll mit Passwörtern. Und die kommen immer wieder mit neuen idiotischen Ideen, wie Passwörter zu schreiben. Und dabei haben wir schon mehrfach Sicherheitspasswörter, die nach den Passwörtern kommen. Warum muss ich ein schweres Passwort einpacken, wenn doch ein weiteres Passwort an mich gesendet wird, was ich ja nochmal eingeben muss? Meine Güte. Ist das denn wirklich nötig? Krass. Verbieten die mir meine Passwörter? Wörter. So. Und es war nicht 1, 2, 3, 4, 5. Egal, was ihr jetzt glaubt. Es ist nicht 1, 2, 3, 4, 5. So, ich habe das Spiel schon mal angespielt. So viel dazu. Natürlich, ne, man hat auf der Switch einfach mal so Super Metroid. Natürlich habe ich schon von dem Spiel gehört. Und dann habe ich es auch mal kurz angemacht. So. Nie besonders lange gespielt. Aber nur Gutes davon gehört. Ich bin aber bei diesen Metroidvanias bin ich nicht so gut. War ich noch nie. Kann auch daran liegen, dass ich damals ziemlich jung war, aber ich habe mich immer verlaufen. Das ist eine Idee. Du kannst da gleich einfach mit reinkommen. Ich muss mal die Lautstärke umändern. Das Spiel ein bisschen leiser machen. Und ich müsste nicht das Gerät wechseln. So. Was heißt Vara? Havara. Geduld, Havara. Ah, du schreibst und jetzt geht's los. Ja, ein bisschen später heute, bisschen später. Ich hatte technische Probleme, mal wieder. Ich habe versucht auch den... Es war 5, 4, 3, 2, 1, ganz genau. Du hast es. Jetzt gehst du auf all meine Accounts und gibst 5, 4, 3, 2, 1 ein. Also ich habe ja den Twitch-Bot zumindest wiederhergestellt, aber den Restream-Chat, die Chat-App, bekomme ich immer noch nicht angemeldet und ich habe über 30, ich bin kein Roboter, Suchbilder ausgefüllt. Über 30 Stück. Ich werde wahnsinnig. Restream steckt in einer Endlosschleife. Ich kriege Restream kaum noch aktiviert. Irgendwann kommt der Tag, wo ich keine Multi-Streams mehr machen kann, weil diese Ich-bin-kein-Roboter-Identifizierungen nicht mehr richtig funktionieren. Die führen zu einer Endlosschleife, dass man niemals sich einloggen kann. Und man muss ganz oft auf Bestätigen drücken, bis man da reinkommt. Oder man muss einen anderen Browser installieren und da als Administrator oder sowas, ich weiß es nicht mehr, einen anderen Browser auf jeden Fall und versuchen, sich da einzuloggen. Ist die Hölle. Und erst dann kann man sich auf Chrome wieder einloggen. Die App funktioniert aber nicht, weil die App ist ja auf dem PC. Die ist ja nicht in einem Browser. Ich kann keinen anderen Browser öffnen, weil die App nicht funktioniert. Und die App hat ja dasselbe Passwort.
und genau dasselbe Problem. Das ist der Hammer. So, Community Voice Chat bin ich drin. Wir sind verbunden. Eine DIN A4-Seite ist aber gar nicht so viel. Kommt drauf an, ob ich klein oder groß schreibe. Ja, es sind einige Konten, ne? Es sind Bankkonto und alles, was man online heutzutage macht, dafür immer ein eigenes Passwort reingesetzt. Für alles ein eigenes Passwort, Sicherheitspasswörter noch dazu, Sicherheitsabfragen zu Passwörtern sind mit dabei. Es ist der Hammer. So. Okay, Samus. Englisch? Englisch, nicht Japanese. Controller Setting Mode. Special Setting Mode. Manual. Icon Cancel. Moonwalk. Ist der Moonwalk wichtig? Ist das was Cooles? Kann man strafen beim Schießen? Bobitanium kann nicht in den Call. Hast du nicht genug geschrieben? Doch. Du bist doch Stammgast. Du müsstest da rein können. Hallo, hallo? Der Elias ist mit drin. Ich meine, Lord Killer Starstar ist auch schon im Voice. Guten Tag. Hallo, Lord Killer Starstar. Wo ist das Problem, Bobitanium? Fuck, ich höre nichts. Hallo, hallo? Hast du gerade... Hallo, hallo? Ah, ja, hallo, jetzt höre ich gut. Du hörst, okay. Hast du gerade Fuck gesagt? Ich würde in meinem Stream niemals... Ich würde niemals Fuck sagen in meinem Stream. Ich hab, was halten Sie alle von mir? Ich habe Schimpfwörter eingestellt. Also, YouTube rechnet damit. Bobitanium, schaut mal. Ich bin Österreicher von Klasse, benutzt man nicht Schimpfwörter. Voll Koffer. Was ist Moonwalk? Ist der wichtig? Was? Moonwalk. Das ist das von Michael Jackson. Ja, aber ich bezweifle, dass das der Moonwalk aus Michael Jackson ist. Den gibt's im Spiel Moonwalk. Ich bin gerade auf Discord. Ja, nämlich ist ein leichter Held, den vor Anna letztens rausgekommen ist. Das macht ja gar nichts. Ist okay. Du kannst ja, Elias, du kannst ja auch einfach bei John reingehen und Chrono Trigger gucken, während du hier mit mir redest. John McCloud. Chrono Trigger. So. Bobitanium. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Ja. So, der Moonwalk. Brauche ich den Moonwalk? Er ist Schwachsinn. Ich finde ihn... Er macht das Spiel schwieriger, finde ich persönlich. Okay. Das reicht mir. Ich habe genug gehört. Ich weiß nun alles. Das ist Schwachsinn. Ich kann dir aber empfehlen, die Controller-Settings zu ändern. Zu spät. Wir sind schon im Spiel. Da kennt man doch, dass es eine Frau ist, oder? Wussten das da schon alle? Seit dem ersten Teil wusste man schon. Spoiler-Alarm! Oh, Spoiler-Alarm! Ja, das wusste ich ja gar nicht. Ach ja, und am Ende kommt raus, Bruce Willis ist tot. Hoffe. Was, Darth Vader war in Wahrheit Lukes Vater? Alter, das kannst du nicht bringen. Es gibt Leute, die haben das noch nicht geschaut auf Disney Plus. Was? Kann dann einfach überleben. Du kannst nicht einfach den Inhalt von Disney Plus spoilern. Der Streamingdienst ist doch ganz neu. Wie alt ist Jamie? Mindestens ein Jahr alt. Ja, ein Jahr. Darf ja schon fast wählen. Also Alkohol kaufen, das geht schon mal klar. In welchem Land? In Europa, ja. Ja, in Amerika muss ich nur 3 Jahre warten. Das stimmt. Machen Sie ja gern drüber lustig, dass Minderjährige Alkohol trinken dürfen in Europa.
Offiziell ja nicht, aber ich glaube, wir sind da wirklich nicht so, ne? Der hat mir dann mehr, dass mit dir egal ist. In Deutschland, Österreich, Schweiz und so. Du kommst ja übrig. So, die haben das letzte Metroid gefangen und untersucht in einem Labor. So, soviel zur Story. Richtig. Das weiß ich. Ich habe mir auch den Metroid-Podcast angehört von den Rocket Beans ganz oft. Ach ja, zur Story. Zum einen Metroid will ich noch was sagen. Dieses Metroid ist vor Samus geschlüpft und deswegen denkt es Metroid, Samus wäre ihre Mutter. Und deswegen hat Samus das letzte Metroid nicht getötet, wie es ihr befohlen wurde, sondern in die Labore gebracht. Wer tötet, welcher Söldner tötet denn auch schon Babys? Kein Held tötet eine ganze Rasse und dann schlüpft ein Baby und tötet am Ende das Baby auch noch. Das macht doch keiner. Also, Ja, vielleicht Super Mario, der einen frisch geschlüpften Yoshi einfach als Trittbrett benutzt bei der nächsten Schlucht. Naja, Anakin war der Hauptcharakter der Prequels und hat am Ende der Prequels Kinder getötet. Ja, um zu zeigen, wie böse er ist, weil er halt nicht der Held bleibt. Nein, er hat auch im zweiten Film Kinder getötet. War er da schon böse? Nein. Also, du sagst, Kinder töten ist nicht böse? Exakt. Das ist ein Inbegriff der Boshaftigkeit, wenn du Kinder tötest. Von da ab gibt's kein Zurück mehr. Okay, ich kann schon mal springen. Schießen. Springen und schießen. Okay. Wie viel Verzögerung hat denn der Stream? Viel. Sehr viel Verzögerung. Das geht über Restream. Auf YouTube hat es eine ganz lange Verzögerung, auf Twitch ein bisschen kürzer. Das ist ja da. Okay, hoch und runter kann man schießen. Wer macht sowas? Ducken? Hoch? Okay, dann wechsle ich mal auf Twitch. Also das ist die Zielbarkeit hier, die ist krass. Das wird kein Speedrun, Leute. Bis ich die Steuerung drin hab. Hochzielen, runterzielen. Hoch, hocken. Vorwärts laufen, hoch. Vorwärts laufen, runter. Alles ist möglich. Jetzt habe ich vergessen, wo man läuft, springt. So. Auch das ist möglich. Sie wirkt ein bisschen steif, ne? Ja. Von der Körperhaltung. Jetzt macht sie eine geile Rolle. Hat sie eben auch schon eine Rolle gemacht? Mit der Rolle kannst du einen Walljump machen gegen Wände. Nein. gegen nur bestimmte Wände, oder? Es gibt auch irgendwie so einen Rückwärtssprung gibt's auch noch, ne? Ja, genau. So kannst du Walljumps machen. Aber das ist eine fortgeschrittene Technik für Speedrunner, wo man im normalen Spiel eigentlich nie braucht, außer an einer Stelle. Ein Moonwalljump, ne? Ich glaube, man dreht sich und rückwärts springt man eine Wand hoch. Ja. Du musst das finde ich so ein bisschen fein und dann kannst du es wieder hochspringen an der Wand. Das ist so ein bisschen seltsam. Man braucht Timing. Wow. Nein. Doch. Nein. Elden Scrolls, nein. Ganz ehrlich, will Skill sehen. Wenn du wirklich genug Schaden machst, lässt das Metroid fallen. Hast du Demon Crest gesehen, wie ich beim ersten Gegner gestorben bin? Und dann verlangst du Skill in einem Super Nintendo-Spiel? Ja, ich wäre damit das Metroid fallen gelassen, das hab noch nicht mal ich geschafft. Nee. Einfach nee. Passiert denn irgendwas, wenn es fallen gelassen wird? Dann geh ja sofort in die Phase, wo die Raumstation zerstört wird.
Achso, ich dachte, das Spiel wäre dann gewonnen. Es explodiert sofort. Max, du musst ihn einfach parryen. Ach ja, klar, einfach parryen. Mit welcher parryen Taste? Erst im DS-Remake vom zweiten Teil. Cool. Ah, nee, das ist so der Sprungknopf. Warum springt sie nicht? Ah, der Dampf ist tödlich. Er hält mich auf. Er macht keinen Schaden, er tut dich nur zurückstoßen, keine Sorge. Ah, okay. An die Steine von der Decke auch nicht. Kein Schaden. Ist alles anfängerfreundlich. Zumindest also die, jetzt noch. Die kann schon geil springen, ne? Also von der Höhe her kommt das ganz gut. Die normale Hochsprung-Animation. Mit High-Jump-Boots kann sie hochspringen. Das ist noch ein Witz. Ah, okay. Grauenvoll. Also das Setting ist schon mal geil, ne? Die Raumstation und so. Wie weit warst du eigentlich bei deinem ersten Spielstand? Ich glaube, bis hier. Ich habe genau das gemacht. Dann war es mir zu viel. Da habe ich gesagt, okay, durch. Ich habe alles gesehen. Mehr brauche ich nicht. Ganz mein Ziel persönlich ist ja, dich zum ersten Wächter zu bringen, damit du ihn besiegst. Und wenn wir gut in der Zeit sind, können wir auch Krogmeier machen. Das liegt an dir. Wenn wir früh in der Zeit sind, oh Gott. Ich muss mal hier die Bildschirme aufreihen. So, welcher zuerst? Ich brauche den Chat an oberster Stelle. Dann den Screen. So, ich habe vergessen, wie man springt. Nee, habe ich gar nicht. Ich drücke nämlich den Knopf und sie springt nicht. Tür zu. Das liegt an dir. Technik funktioniert alles beim Spiel. Das sagst du. Ich sag nein. Ja. Das Spiel sagt auch nein. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Nee. Da geht's nicht weiter. Andere Seite. Ach so. Da muss man ja erstmal eine Weile austesten. Warum geht das Spiel nicht von links nach rechts? Wie jedes andere Spiel. Es ist ein Metroid. Metroid macht, was es will. Das macht ein Metroidvania natürlich auch aus. Hi, Lord Master Kingslayer, Gott geiler Typ. Du tauchst auch in meinen Träumen auf. Das ist der beste Name überhaupt. Oh, Cyberpunk sieht gut aus. Das habe ich nicht gesagt. Lord Killer Starstar ist das Kind von Lord Master Kingslayer, Gott geiler Typ. Ohne ihn hätten wir nicht Lord Killer Starstar. So, und er hat richtig erkannt, wir spielen Cyberpunk auf der Switch. Oben rechts Minimap. Ja, ich finde die Minimap noch verdammt verwirrend. Ich habe mir eben den Speedrun angesehen bei den Rocket Beans und ich finde das extrem verwirrend. Ich komme damit nicht klar mit der Minimap. Ja, ich finde die Minimap könnte ein bisschen größer sein, aber sonst ist sie ganz gut. Ich dachte zuerst, die zeigt verschiedene Räume an, damit ich so ein Labyrinth daraus basteln kann, aber tatsächlich zeigt es mir ja den aktuellen Gang an und ich bin das orange blinkende Viereck in der Mitte. Also es zeigt mir viel mehr an, es zeigt mir den ganzen Tunnel an. Sie hat noch keinen Morphball, nehme ich an. Also ich habe den Morphball noch nicht. Das später. Okay, da kann ich da nicht durch. Ist ja bekannt für Backtracking. Soweit ich mich erinnere, wurde der Morphball eingefügt, weil die keine Animation machen konnten, ne? Ja, genau. Zum Ducken war die Animation zu schwer auf eine NES. Genau, zum Ducken und Kriechen. Das haben die nicht hinbekommen. Da haben sie gesagt, wir machen einen Ball draus. Da rollt die sich einfach. Einfach straight runterfallen. Da gibt es nichts. Und ich glaube, MatPat hat das auch confirmed bei Game Theory, dass das vollkommen in Ordnung ist, dass man sich in einen solchen Ball pressen kann. Hat das selbst auch probiert? Ich glaube, er hat das nur nachberechnet. Und dann ist gut. Dann ist es nicht möglich. Wenn es wirklich kann es niemand. Ich,
bin mir sehr sicher, dass es trotzdem möglich ist. Wenn der Ball groß genug ist, wenn man gelenkig genug ist. Ich bin runtergefallen. Sind wir gerade in Flappy Birds? Nee, du bist im Bossraum vom ersten Metroid. Da war mal der Brain damals drin, was du getötet hast. Oder Samus getötet hat. Okay, da stand ja auch eben Planet Sibi, ne? Zebes. Zebes. Apropos, erster Bosskampf und getötet. Ich hab mal wieder den Zehennagel eingerissen. Mein Boss-Zeh wurde getötet. Diesmal nicht so schlimm. Richtung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, also mein. Ich habe mir den Zeh noch nicht abgerissen. Nicht den Zehennagel, nicht wie beim letzten Mal. Aber da sind zwei Risse drin. Von oben nach unten. Aber noch ist es nicht verloren. Haben wir den Morphball? Morphing Ball! Moin, Esa. Warum guckt mich das Ding an? Ich hab vergessen, wie man... Das ist die Alarmanlage der Weltraumpiraten. Ach so. Findest du einen Weg selber oder brauchst Hilfe? Erstmal drücke ich alle meine Knöpfe. Und dann gebe ich auf. So, wie kommt man hier raus? Ducken und Block zerschießen. Der, wo brüchig ist. Direkt da unten. Hab ich, ja, hab ich. Ducken und schießen. Ich habe versucht, diagonal zu schießen, habe ihn nicht erwischt. Gut. Wie bewege ich mich rollend vorwärts? Nach unten, ne? Ah, okay. Ist ja krass, man bleibt Ball. Ist ja geil. Ist ja, warum kann man nicht, kann ich... Voll ist es noch besser, dann kann man auch springen. Ich habe mich gerade gefragt, warum kann ich nicht springen? Warum kann ich nicht sofort springen? Gibt's nicht so ein Dings-Move? So ein Sprung-Move dafür? Ein Bomben-Move meine ich, so. Dass du dich hochbomben kannst als Ball. Den kriegt man früh. Ey, da musst du oben und runter schießen. Oben auf die Plattform und einfach durch die Blöcke schießen. Okay, macht Sinn. Wenn man das... Nein. Du kannst springen und nach unten schon einfach schießen. Ich muss dafür aber springen, um nach unten zu schießen. Das überfordert mich. Okay. Missile. Select den grünen Penis und drücke X. Wo ist mein Select? Ja, bitte keine verschwenden, die brauchen wir noch bei der roten Tür. Okay, ich sehe, ich habe die Waffe gewechselt. Okay, aber auf den grünen Penis. Du hast Missiles ausgerüstet. Gut, das merke ich nicht. Genau, Elias. Die ist nicht rot, die ist sehr hautfarben, die Tür, finde ich. Findest du nicht auch? Ich finde sie eher rot. Diaphragma-farbend, einigen wir uns. Okay. So, ich möchte diagonal den Arm zum Gruße heben und die kommen ja wieder, die Dinger. Ja, natürlich. Okay, sonst sitzt man ja auch fest. Vor allem zu Soulspawn-Spieler, beschwert sich darüber, dass Gegner zurückkommen. Respawn. Steine sind zurück. Die geht gar nicht auf, die rote Tür. Ich hab vorhin lauter gemacht. Doch, mit Missiles. Alle fünf reinballern. Alle fünf? Wer kommt denn auf diese Idee? Woher soll ich das denn wissen? Der von Bob. Hi, Irinator. Ja. Ja, aber Bob ist ja nicht serienmäßig bei jedem Spiel dabei. Doch. Das können wir ändern. Und deine Telefonnummer kommt bei jeder Spielepackung mit dazu. Du bist jeden Tag angerufen. Habe ich jetzt wirklich 5 Raketen verbraucht, um 5 Raketen zu bekommen? Jetzt kannst du aber maximal 10 tragen. Das ist ein Upgrade schon mal. Ah, okay. Ja, aber das erschließt sich einem ja nicht, ne? Die geben einem hier keine Mühe, das zu erklären. Ja, so waren alte Spiele halt damals. Wer hat sich darüber?
Das Spiel, Adam, das Spiel ist systemisch verkehrt. Ja, bei Demon's Souls habe ich das Wiki. Da wusste ich aber auch, dass ich ein Wiki brauche. Es gibt bestimmt da. Ja, da gibt's genug Wikis. Das stimmt tatsächlich. Habe ich mich einfach nicht gut genug vorbereitet. Jetzt ein Aufzug wieder nach oben. Bin schon dabei. Das habe ich mir jetzt auch gedacht, nachdem ich nochmal nach links gelaufen bin und gesehen habe, dass es da nicht weitergeht. Apropos Retro-Spiele, ich habe Trials of Mana. Ich habe beide Versionen. Für die Switch habe ich Trials of Mana, das Original. Ah, okay, das ist anders. Und für PS4 habe ich mir Trials of Mana auch noch geholt. Ich nehme an, Weltraumpiraten. Piraten übrigens, deine Hauptfeinde. Gut, und sie lassen mir Raketen da, wenn man sie zerschießt. Ja, jeder ich bestimmt brauche Raketen dabei. In der Hosentasche. Ja, hast du die Flug der Karibik gesehen, Gonzo? Ich habe übrigens bei Cyberpunk habe ich mit einer Militärfrau geschlafen. Also meine weibliche Heldin hat mit einer Militärfrau geschlafen und der Dildo, der dann da rumlag, den kann man einfach mitnehmen als Waffe. Und mit eben diesem Dildo, den die beiden benutzt haben, verprügel ich, ja, als stumpfe Waffe. Ich versuche, den Schlagschaden zu erhöhen für die Boxkämpfe, denn die gab es ja bei Witcher auch schon, diese Boxkämpfe. Und da habe ich jetzt diesen Dildo mitgenommen und verprügel damit meine Gegner. Ich mag Cyberpunk. Ich hasse zwar Cyberpunk, aber ich mag Cyberpunk. Und ich finde, die Tatsache, dass meine Heldin diesen Dildo benutzt hat, macht es irgendwie noch ekelhafter und besser. Mit einem benutzten Dildo. Ja, klar. Ja, du solltest South Park-Schreiber werden. Also, ich habe den Witz ja nicht gemacht. Das haben die Jungs von Cyberpunk gemacht. Also die von CD Projekt Red. Mit einem benutzten Dildo prügelt es sich besser. Gonzo, wie ist denn der Jump Tower hier? Ich hatte da bei meinem ersten Spiel ein paar Probleme, wo ich mit der Steuerung nicht so ganz klar kam und noch nicht so eingeübt war. Ich kippe auch die. Ich falle auch schon die ganze Zeit runter. Dann hör. So, ich benutze ja zum Glück einen Monitor ohne Verzögerung. Nachdem ich viele Jahre lang mit Verzögerung gelebt habe, ohne es zu merken. Ja, das stelle ich mir schrecklich vor bei dem Spiel. Bei allen. Ich habe das irgendwann gemerkt bei der Switch, als ich ohne Bildschirm gespielt habe, also im Handmodus, habe ich dann plötzlich Super Mario viel besser spielen können als jemals. Nee, aber besser als wenn ich auf... Weil ich älter geworden bin. Als Kind habe ich Super Mario echt scheiße gespielt. Aber der größte Unterschied war dann... Alle Spiele scheiße gespielt. Natürlich waren die Spiele schuld. Ja, also... Nee, Doom 10, du hast schon mit 4 Jahren... Donkey Kong gespielt, eins der schwersten Jump'n'Runs. Das habe ich damals auch gespielt, aber ich war natürlich auch nie sehr gut daran. Ich habe, als ich irgendwie 7 war oder so, dass ja, Irinato hat Bock gemacht gestern. Das Toy Story Jump'n'Run gespielt, okay? Ich bin der wahre Experte. Ich habe Tiny Toons gespielt. Es gab so viele. Ich habe Battletoads gespielt als Kind. Auf dem Gameboy. Niemals an den Bikes vorbei. Oh, ich habe ein Nature's Wrath Tor, quasi jemand, der schon mal vorne gespielt hat. Ja, ich bin euer Gott. So. Select und Raketen reinballern. Erstmal in diesen Igel. Perfekt. Ich weiß gar nicht mehr, was da hinten ist. Also ich nehme an, damals hätte ich dieses Spiel total geil gefunden, weil ich nämlich Jump'n'Runs gehasst habe als Kind. Und es gab aber damals nicht sehr viel mehr. Und ich selber hatte gar keinen Super Nintendo, sondern ich habe bei meinem Onkel gespielt und der hatte hauptsächlich Jump'n'Runs. Bis dann endlich mal diese Rollenspiele kamen. Aber er mochte keine rundenbasierenden Rollenspiele, die fand er immer kacke. Er hat dann nur diese... Die finde ich auch immer noch kacke. Aber ich finde rundenbasierend ganz geil. Oder halt Final Fantasy mit... Ich finde besser, wenn einfach irgendeine Form von skill-basierten Gameplay, dann finde ich das immer besser als rundenbasiert. Das kannst du auch haben bei rundenbasierten, wenn du die Charakterfähigkeiten richtig einsetzt. Wenn das Spiel das natürlich auch erlaubt, also wenn es das Spiel hergibt. Da gibt es gute und schlechte.
Gib her, Spiel. Hm? Gib her, Spiel. Es welches Spiel? Es sind irgendwie drei Leute, es sind da Morphing? Spiel. Es sind da drei Leute oben, da will ich rausgehen. So. Also bei Spielen, wo du taktisch einfach, weich dran. Wo du die Gegner zum Beispiel durch bestimmte Statusveränderungen schwächen kannst oder deinen Charakteren Statusveränderungen geben kannst, die den Sieg bringen. Ich stehe nicht gut da. Nein, ich stehe da nirgendwo gut. Ey, der ist immer mein blinden... Ah. Was war das denn jetzt? Ganze Stürfeinig deiner Fliege. Der hat aber immer meinen blinden Fleck gestanden, hier. Was sind das für Punkte, die da bleiben? Die Fliege ist immer beim blinden Fleck gestanden. Ja, hier in meinem toten Winkel. Ich kann nämlich nur in 45 Grad Winkeln schießen. Du kannst auch gerade nach oben schießen. Dann war sie aber gerade nicht da. Also die war, wenn ich gewechselt habe, immer genau im toten Winkel. Zwischen gerade nach oben und schräg nach vorne. Ach ja, ich als Spielanleitung sage geradeaus nach oben. Okay. Hier vielleicht? Morphingball? Nee, da muss man dahinter, braucht man dann noch ein Item. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, heutzutage ist Backtracking natürlich verpönt, aber damals war das natürlich eine geile Sache, dass man da rumlaufen konnte. Ja, ja, ich hab's auch in Fallen Order, ein Spiel, was ich eigentlich liebe, gehasst. Da gibt es Backtracking. In Spielen, wo Backtracking gut ist, wie halt in dem Metroid-Teil, mag ich sehr. Ja, aber in Fallen Order ist das Backtracking teilweise wirklich, wirklich langweilig. Lord Master Kingslayer, gottgeiler Typ, fragt, wie alt das Spiel ist. 90er, aus den 90ern. Ich habe übrigens heute ein paar Reviews angeguckt zu Discovery, zur dritten Staffel. Und ich hasse Michael Burnham noch mehr als vorher. Ich hasse sie noch mehr. Und das zu Recht. Viele Leute sagen das. Der Charakter ist einfach schlecht geschrieben. Was? Hm? Ich habe Schwachsinn geredet. In diesen einen Gang, wo es du rein wolltest, war eine Speicherstation. Der eine Gang darunter brauchte man noch ein Item. Aha. Wenn du speichern willst, kannst du da doch hin. Was kann eigentlich der Speicherpunkt erstellen? Nö, ist okay. Wir speichern einfach okay. Im Switch-Emulator. So. Ich lass mich immer runterfallen. Cool. Ja, das ist der genau richtige Weg. This is the way. This is the way. Da kann ich noch nicht lang. So, hier vielleicht runter. Guckt irgendwer von euch Discovery, Star Trek Discovery. Ich schau kein Star Trek. Ich bin noch nie gehört. Elias guckt kein Star Trek, nur Star Wars. Ja, ich bin ja kein Nerd. Ja, Star Wars. Nur so casual Sachen guckt er sich an, der Elias. Ja, also wirklich. Ganz an der Stelle versuchen, so viel Leben zu behalten wie möglich. Oh ja, das ist genauso toll wie der Hinweis, stirb nicht. Der stirbt nicht ganz so. Okay, danke. Super Tipp. Freut mich, dass ich helfen kann. Okay, neues Item. Mit einer kleinen Überraschung. Bombe! Haben die das, den Sprite genommen von dem NES-Spiel für die Erklärung da, wo Bombe steht? Nicht genau den Sprite, aber einen sehr ähnlichen. So, wie genau macht man denn da eine Bombe? Das ist tatsächlich ein Gegner? Ein anderes Problem. Wie komme ich denn an dem vorbei? Nein, ich bin ein Ball.
Aha. Schieß Raketen in seinen Bauch, indem du die 45 Grad nach oben schießt. Okay, ich hab vergessen welchem. Okay, so, hier. Zack, 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 zack. Zack. Nimm Raketen, die machen viel Schaden. Die sind, okay, leer. Raketen sind leer. Dann schieß weiter, ist fast tot. Ist okay, ich auch. Aber du auch. Du hast keine Munition mehr, schieß einfach mehr. drück einfach noch mehr auf den Zündungsknopf. Die lila Sachen sind Heilenergie, ne? Ja, gut. Ich komme mit der Steuerung noch nicht klar. Dieses schräg nach oben schießen und sowas, ohne dabei zu laufen. Bist du mit der Komplettsituation unzufrieden? Ich bin mit der, ja, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ah, gesamt. Okay. Ja. Ich habe mir letztens das Spiel des Mario wieder angesehen. Das ist ein Meisterwerk von deutscher Kultur. Ich habe mir die anderen Sachen gar nicht mehr angesehen. Wiki und so. Was gab's noch? Sissy? Was Sissy, ja, und dann Raumschiff Surprise. Das ist auch. Das habe ich noch gesehen. Obwohl Til Schweiger. Ich meine, wie viele Filme gibt es, die gut sind, obwohl Til Schweiger. Die Bomben. Okay. Macht Sinn. Jetzt wieder backtracken. Nee, da draußen ist der Weg falsch. Da brauchst du ein anderes Item. Draußen ist falsch. Da brauchst du Stärke, sonst deine mickrigen Bomben. Kennt ihr eigentlich das DuckTales-Spiel? Muss ich gerade dran denken. Ja, aber ich habe ein Gameboy gespielt. War das nicht auch so ähnlich? Alles, aber ich habe auf jeden Fall ein Gameboy auf dem Gameboy DuckTales-Spiel gespielt. Da gab es ja dieses Mondlevel. Ich meine, das war ein bisschen ähnlich. War auch mit ein bisschen hin und her, ne? Man muss eine. Fernsteuerung muss man finden. Dschungellevel erinnern, glaube ich, war das. Dschungel, Tempel, keine Ahnung. Ah, grauenvoll. Das Spiel gespielt habe. Mein Lieblingslevel war das Mondlevel. Hatte die schönste Melodie. Ah, hier ist nur der Speicherpunkt, mehr nicht. Ja, speichert trotzdem mal, ist immer hilfreich. Save complete. Aber unter dir sollte noch ein Item sein, was du mit der Bombe holen kannst. Mhm. Vielleicht hier? Ja. Ah, okay. Oh, und Secret of Evermore fand ich geil. War ja auch ein Super Nintendo-Spiel. Muss ich auch gerade bei der Musik dran denken. Nochmal Raketen. Aber ich nehme an, jetzt kann ich 15 tragen. 15 Dildos. Ja. Ich kann jetzt schon 240 Dildos tragen. Gut. Sehr stolz auf dich. Er müsst diese Zahlen aufpumpen. Es geht besser. Es geht noch besser? Also ich weiß nicht, im Spiel, aber im echten Leben, da geht das, da müsst ihr schon noch... Mehr Dildos, Elias. Ja. Desto mehr, desto besser. Jetzt geht's nach oben. Ah, jetzt nach oben. Ja, aber wir waren noch gerade eben erst oben. Bereich holen können. Aber dann bin ich doch wieder draußen, wenn ich nach oben gehe. Nein, oben kannst du die Wand zerstören mit deinen Bomben. Du könntest auch so, Trainer für Terroristen werden, Bob. Okay, ich habe verstanden. Ich überleg's mir noch. Ah, die Tür geht auch auf, wenn man eine Bombe legt. Ja, auch was Terroristen noch häufig sagen. Oh, die Tür geht auch so auf. Von Daffy Duck gab's damals auch einen Sidescroller. Es gab von allem einen. Ein Super Nintendo-Spiel. Power Rangers. Oh. Ich hatte das Gameboy-Spiel, bei einem Freund habe ich das Super Nintendo-Spiel gespielt und das Super Nintendo-Spiel war natürlich viel besser. Boah, was ist das denn? Ich hatte für die Wii ein Ninja Turtles-Spiel. Da gab es für Super Nintendo tolle Turtles-Spiele. Für Super Nintendo gab es ein geiles. Wir haben uns nie durchgespielt.
Ja, also ich kann mich nicht mehr an den Schwierigkeitsgrad wirklich erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mich mal darüber aufgeregt habe. Für den Gameboy gab's auch ein Metroidvania mit den Turtles, das weiß ich noch. Das war ein riesiges Labyrinth und verschiedene Bossräume da drin und ich habe mich da nie zurechtgefunden. Ich habe einfach nicht gerafft, wo man da hin muss. Ey. Nimm für die Piraten Muscles, die halten viel aus. Okay. Ach, bis ich auf die... Nein, jetzt habe ich Dauerfeuer Raketen gemacht. Wie lange muss man denn auf die schießen, bis die sich auflösen? Ich glaube, die blocken jeden mal einen Schuss ab. Ach so. Welche Tür nehmen wir? Rot oder blau? Rot ist Endboss, da kommst nicht weiter. Okay. Ich nehme die blaue Tür. Nee, da ist schon die Steuerung noch nicht. Erst die vier großen Wächter besiegen und die geht dann erst auf. Aha. Und die vier großen. Ja, natürlich. Die Wächter heißen Fest und. Ich weiß aber nicht wie. Wie bei Mr. Krabs Overdose ist ein Ketamin, wenn das jemand kennt. Das ist. Nee. Also Metroid Speedruns sind nichts gegen Mr. Krabs Overdose ist ein Ketamin. Dann zu der Tür, Quere, du tust einfach die Flöhe. Die lasse ich einfach immer stehen, weil mir die zu viele Schüsse aushalten. Die haben wir gestanden. Es geht ganz ums Prinzip. Ja. Ich will nicht springen müssen, ich will drüber hinweglaufen. Über die Leichen. Ich bin mir nicht sicher, was mich verletzen kann, deswegen springe ich da nicht einfach drüber, sondern töte es. Ich habe natürlich im Speedrun gesehen, wie der Typ einfach durch die Level durchläuft, ohne irgendwas anzuballern. Was ist, wenn Gott mal seine Katze in den Weg stehen würde? Einfach drauf, mit dem Fuß. Jetzt ist ja alles rot. Wenn sie sich verletzen könnten, musst du sie erstmal erschießen. Ja, ganz genau. Es kommt auf mich zu. Okay, jetzt bin ich ganz da unten gegangen. Im Raum. Also, es waren ja drei Türen auf der Seite, wo du gerade hinguckst. Im mittleren Raum sollte die Karte sein, falls sie dir hilft. Mal gucken. Ich hoffe, das ist der richtige. Ja, genau die Tür hier. So. Speicherpunkt. Ist auch hilfreich. Dann war die Karte entweder unter dir oder über dir. Da bin ich mir immer unsicher, weil ich die nur mal hole. Weil ich die Karten schon auswendig kenne. Also für damalige Verhältnisse richtig gut, dass das Spiel so umfangreich groß ist und man einfach hin und her laufen kann. Es gibt einem schon so das Gefühl von einer frei begehbaren Welt und einem Abenteuer irgendwie. Heutzutage nicht mehr vorstellbar. In Zeiten von GTA 5. Eine frei begehbare Welt, besonders in Spielen wie Cyberpunk, einem wirklich vorstellbar. Ich dachte auch zuerst, ob ich einen Cyberpunk-Witz mache, aber dachte ich mir, nee, ich erwähne mal GTA 5. So, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, aber du sagtest ja irgendwie nach links. Ja, da ist irgendwo die Karte. Okay. Ah ja, hier ist ein Item. Das ist auch hilfreich. Oder nee, hier ist die Karte, genau sowas. Ich sehe keine Karte und kein Item. Ey, man kann die Wand zerstören mit Bomben. Mhm. Okay. Du musst wie ein Terrorist denken. Die Wand. Ey, das ist ja wirklich krass. Oh, Gott sei Dank sind wir nicht in einem PS4 Party-Chat, sonst würde jetzt die Polizei schon draußen vor der Tür stehen. Ja. So. Aber das war auch beim Super Nintendo so, dass es bei Super Nintendo-Spielen sehr oft diese durchgehbaren Wände gab. Ja, die obendrauf so ein Layer hatten. Auch eigentlich fair, wenn man weiß, damit es die gibt, findet man die auch leicht. Wenn man das weiß. Da gab's bei Secret of Evermore. Karte nach ganz hinten. Was heißt für dich hinten? Warte, rechts. Ja, das Gegenteil von vorne. Natürlich. Sieht nach. Noch weiter nach rechts. Norfair? Da hin jetzt ganz rechts. Das Zeichen ist, da wollen wir hin.
ich kann keinen genauen Weg erkennen. Meridia. Finden wir schon. Norfair. Criteria. Du musst. Was bedeuten die pinken Räume? Da warst du schon drin. Also muss ich da ganz nach unten und nach rechts. Ja. Unten rechts. Und dann die weißen danach. Punkte sind Items. Ah, okay. Dann müssen wir auch da nach rechts und müssen wir da nach links. Wenn mein Equipment das zulässt. Ich brauche ja auch genug Raketen. Wenn du Raketen brauchst, musst du Viecher töten. Das mache ich doch andauernd. Ach, ich bin gesprungen. Ey, krass. Es geht. Bombjump. Ey, ich lasse dich explodieren. Mit meinem Bombjump. Ach, hört auf, mich anzugreifen. Geh runter. Deckung. Heilung. Ah ja, Rakete. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ja. Ich dachte gerade schon, da ist ja ein Super Mario Rohr. Rakete. In den Raum kannst du später wieder reingehen, wenn du den Boost, also die Rennfähigkeit hast. Und dann kriegst du hier, ich glaube, noch 4 Items hinterhergeschmissen. Gonzo, das ist die falsche Richtung. Das ist nur der Loserweg, falls man da vorne durch den Boden fällt. Ach so. Also wirklich, wieso weißt du das nicht? Ja, wieso weiß ich das vorher nicht? Dafür habe ich ein Bobitanium. Oh nein, au! Hat er mich doch noch. Bobitanium ist der Metroid Star Wars. Wenn man das hinmacht, ist sogar gesagt. Was ist das denn? Powerbombe. Das kannst du dir wie eine Mini-Atombombe vorstellen. Nein, ich meine, wenn ich hier auf das Gras Bomben lege, auf dieses moosgrüne Zeug, wird ja, das zu Metall? Ich weiß nicht, was es wird. Auf jeden Fall die Blöcke kamen mit Powerbombe zerstören. Soll das heißen, das ist ein Metallboden, der mit Moos zugewuchert ist? Vielleicht. Ich bin mir unsicher. Immersion. Ah, ich habe nach oben geschossen statt nach unten. Stirb! Eine Rakete gefunden. Wird knapp mit der Lebensenergie. Dann lass dich nicht so oft treffen. Den Gag hatten wir schon mal. Ja, vor 5 Minuten. Der Gag ist immer gut. Ja. Aber nur bei Gonzo. Ich geb mir auch wirklich Mühe, diesen Running Gag wieder groß zu machen. Kann man hier runterfallen? Ja, in Wahrheit wird Gonzo nicht getroffen, weil es nicht besser könnte. Er wird einfach nur, dass wir ein Witz gemacht haben. Bohrende Gegner. Speed Booster. Und jetzt musst du nach oben. Nee. Warte, geh nach unten in den Raum. Da ist ein Item, was uns hilft oben. So war's. Okay, entscheide dich. Da kommen viele kleine Kaputerimons raus. Ja, nach ganz unten Item holen und dann hier hochgehen. Okay. Ich habe eben den Speedrun gesehen, ich glaube, er war nach 5 Minuten soweit. Er war genau hier. Danke. Ich hatte noch einen Reservetank an Energie. Das Schlimmste ist ja, der Dark Souls Speedruns. Nein! Die Kaputerimons, ihr. Ganz, ich glaube, wir sollten jetzt erstmal Energie hochfahren bei diesen kleinen Insekten, ne?
Diese kleinen Insekten töten mich aber. Du hast nicht ganz verstanden, dass die kleinen Insekten mein Problem sind. Oh. Die sind aber eigentlich dafür da, um deine Energie und Missiles wieder aufzufüllen, während sie richtig nutzt. Aber wissen die das auch? Der Charge Beam. Der Charge Beam, du musst wissen, die späteren Bosse kann man nur besiegen mit Charge Beam oder Missiles. Deine normalen Schüsse machen da keinen Schaden mehr. Hm. Deswegen werden die Missiles ausgehen, ist der Charge Beam da. Okay. Ich kann meine Knarre aufladen. Okay, jetzt müssen wir zurück. Durch die Tür da vorne kommen wir nicht gleich, wo kommt. Okay, dann werde ich wieder zum Morphball, lege eine Bombe und mache einen Bombjump. Cool. Nein, das ist ja immer noch da. Die Insekten, wenn du einen tötest, können und die Energie noch rumliegt, können sie nicht mehr aus der Röhre raus. Es spawnt erst eine neue, wenn du die Energie einsammelst. So kannst du farmen, verstehst du? Mhm, Raketen und Energie, sehr schön. Hat funktioniert. Man kann sich auch auf die Röhre so am letzten Eckchen draufstellen, ducken und dann zahlt man die Energie automatisch ein, so was ich immer. Aha, dann gehen die Tanks doch wieder voll. Minotaur schreibt, ja, oben rechts ist eine Tür, im Raum ganz oben. Hallo Minotaur! Hol die Supermissiles! Elias! Dieser Minotaur. Minotaur schreibt, schäm dich. Das müsste dieser Minotaur sein. Genau eben dieser. Hallo Elias. Sollte ich Minotaur kennen? Das ist der zweite Elias. Wegen ihm gibt es einen Rang, der Elias. Der zweite Ehren-Elias, ja. Ach, ich glaube, ich bin voll, ne? Ich habe keinen Energietank mehr. Ja, du bist voll. Und jetzt ab nach oben. So, kommt man denn da rein? Da komme ich nicht rein, ne? Nee. Okay. In den ganzen Bereich kannst du nichts mehr holen, nur noch oben. Nur Streber laden sich komplett auf. Was ist mit der Superrakete, die Minotaur erwähnt hat? Die holen wir jetzt, die ist oben. Ach so, okay, dann bin ich hier komplett falsch. Jetzt bin ich da runter. Au! Ach, okay, hier. Der Boden löst sich auf. Ich glaube, das erste größere Spiel, was ich gespielt habe, war Mystic Quest. Das war für mich eine Offenbarung. Das war unglaublich geil. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe davon noch nie was gehört. Du hast noch nie was von Mystic Quest gehört? Das ist doch nicht möglich. Du hast noch ich kenne Pokémon Quest, aber das war es schon. Von Anfang der 90er. Eines der ersten Rollenspiele, was hier rauskam. Extra für den Westen produziert. Das heißt, es war kinderleicht. Total gestreamlined. Es war unmöglich, es nicht zu schaffen. Oh, das sieht ja perfekt für dich an. Challenge accepted. In 10 Stunden hat man das RPG durchgespielt. 10 Stunden. Ich hab's gemacht nur für ein Video. Nur um den Endboss aufzunehmen. Ich wollte eigentlich einen anderen YouTuber fragen, aber er hat nicht geantwortet. Da habe ich es mal einfach in 10 Stunden durchgespielt, bevor er mir antworten konnte. Ganze Speicher mal da hinten. Minotaur sagt, Mystic Quest war okay. Ja, es war nicht großartig, aber die Musik ist sehr geil, bis heute noch. Ah, ich muss weglaufen. Ey, ich speicher lieber noch. So. Ist gespeichert. Projared Review war nice. Ich habe auch die Projared Review aber benutzt für ein Video. So, in die rote Tür. Ja. Es gibt eigentlich so viele YouTuber, bei denen ich mich so fühle, das müsste ich sie schauen, ich aber nicht schaue. Oder streame auch, weil ich verstehe es eigentlich nicht.
Was verstehst du nicht? Es gibt so viele YouTuber und Streamer, bei denen ich mich so fühlen sollte, als sollte ich gar nicht da ist, aber es ist nicht cool. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, was du schauen solltest. Ich verstehe nicht das Spiel. Welches Spiel? Nein, YouTuber und Streamer. Es gibt einfach. Ach, generell schauen. Ja, generell. Also die Personen, zum Beispiel die Rocket Beans schaue ich. Du schaust nicht die Rocket Beans? Wie mache ich die Pflanze kaputt? Schäm dich. Also Speed Vandell, es gibt nichts Besseres. Ja, ich schaue auch immer die Speed One Show bei den Rocket Beans. Okay, ich habe. Hey Gonzo, schieß deinen Missiles nicht. Du musst warten, bis es seinen Schwachpunkt öffnet. Gut. Dank der Verzögerung hast du. Warte. Attacken ausweichen, ne? Hat Elias. Ja. Hast du gesagt, ich soll mich schämen? Oder war das vor? Ging an Gonzo, dass er sich auflädt. Ich bin Super Metroid Speedrunner nebenbei. Du hast Gonzo gesagt, das soll sich schämen. Ja. Nee, keine Ahnung. Ist man Sweat in Super Metroid, muss man sich über die Neulinge lustig machen. Nein, du bist schon gebannt. Keine Sorge. Bann doch nicht immer jeden. Ich hab erst einmal jemanden gebannt und das war von diesen komischen NWO-Sachen. Achso, okay. Coole Leute wie mir. Nicht New Super Metroid. Nicht Leute, die gesagt haben, Base PS4. Nicht mal auf, fuck das B-Wort. Nicht damn, mal Leute. Damn, wer von euch hat jetzt nochmal Super Metroid gegamed? Ich. Fresh and Steam, was ist deine Bestzeit? Boah, ist das. Meinst du mich? Jo. Ich hab keine Chance. Zeit war. Ich glaube in-game 4 Stunden. Also any percent oder 100%? Any percent. 100% habe ich 6 Stunden. Ja. Okay, 1,5 Stunde brauche ich für any percent. Aber ich beherrsche auch Mockball, deswegen ist es für mich ein bisschen einfacher. Ja, Mockball kann ich noch nicht. Sagen wir es mal so, ich bin immer noch stolz auf meine 40 Minuten Dark Souls 3. Es gibt zwei Möglichkeiten, Mockball zu machen. Entweder mit diesem Hadouken-Move, den du halt irgendwie so nutzt. Ich lasse lieber ganz so rum. Du meinst, Elias, 40 Minuten, bis du aufgegeben hast in Dark Souls 3? Ja, ich hab mal in Dark Souls 3 über 40 Minuten gesagt, das erzählt. Ich hab lange gebraucht, Training und so. Das ist aber. Was ist der Weltrekord? Ich hab 25 Minuten oder so. Ich muss wieder zurück in Gonzo, wenn ich beim Fame zu sehen darf. Das ist verboten! Was? Mit erhobener Hand laufe ich jetzt hin und her. Boah, Mann, dieser Rhythmus. Du kannst ja auch einfach ducken im Morph bei, dann macht er dir keinen Schaden. Das stimmt nicht! Was? Da hab ich getroffen, mehrfach als Morphball. Ganz links. Was denn? Ganz muss ich ja, diese. Auf der untersten Ebene kann er dich nicht treffen. Der untersten? Ah, falscher Rhythmus. Estus, genau. Lord Master Kingslayer, gottgeiler Typ. Ich hätte den Estus trinken müssen. Estus. Ich würde gern mal so einen Estus schlürfen. Was ist eigentlich dein Lieblings-Rom-Hack? Ich finde Hyper Metroid ziemlich gut. Hyper Metroid ist ein Fason-Hack. Eisenhack, so keine Ahnung, der ist schon nice, aber was mit Super Metroid Nature? Ja, geht raus aus meinem. Gespielt. Hacks habe ich nicht so viele gespielt. Damn, Safe States. Ja, ich habe zum Gonzo auch gesagt, nimm die Speicherstation da hinten, aber er nimmt lieber die Switch Safe States. Ich habe keinen Speicherpunkt gesehen. Ist egal. Es ist mein erster Blind Run, also was soll's. Da hinten war ein Speicherpunkt, habe ich dir sogar gesagt, hinter dir Speicher. Du spielst das Blind Run, wir fucken ihn so ab, das ist nicht gut, der braucht eine gute Erinnerung an Super Metroid. Nein, ich werde es ab jetzt hassen. Ich werde dich deinen Träumen heimsuchen. Es ist eure Schuld. Ja, total verfehlt. Aufnahme gespeichert, danke. Ich wusste nicht, dass Ich habe erst einen Metroid gespielt und ich weiß nicht, ob es das ist. Welches Super Metroid? Welches Super Metroid? Welches Metroid? Also weiß ich. Ich weiß es nicht. Ja, das ist drin. So, okay. Ich habe es nicht geschafft, die Waffe zu wechseln, bevor der seinen Schwachpunkt wieder schließt. Weil ich den Knopf nicht getroffen habe.
Eine Frage an Medford-Experten. Was sagst du zu ADAM? Meine Fresse. Es liegt gerade neben mir, weil ich eine Mutant-Attacke machen will. Es liegt gerade neben mir, das ist super. Es liegt gerade wirklich eine Mutant-Attacke, wenn wir so anmachen. Ich muss zugeben, die Idee an sich ist natürlich gut. Man hätte es natürlich auf einer anderen Plattform wagen können, aber... es ist natürlich scheiße, aber es wahrscheinlicher ist, dass keine Ahnung, ADAM 2 rauskommt als Prime 4, deswegen, keine Ahnung, ich habe kein Problem damit, dass ein zweites Spiel rauskommt. Oder worauf wolltest du genau hinaus? Ich empfinde es als nice, weil halt, wie gesagt, das ist das einzige Metroid ist, was so cinematisch gestaltet ist. Und es hatte Metroid davon nicht so. Es gab Prime, aber Prime bleibt halt in seinem Stil und. Ja, ich glaube, ich habe Prime gespielt. Prime kann Lore-Außenseiter sein, je nachdem wie man sieht. Ich behandle es nicht mal so wie ein normales 2D Metroid, das muss ich auch nochmal erwähnen. Weil Prime, keine Ahnung, das kannst du überall in der Lore irgendwo einbauen, also nach dem Anfang. Nee, das hat in der Lore einen festen Platz, weil es gibt ja noch Metroids drin und deswegen spielt das zwischen ersten und zweiten Teil. Damn, es wurde herausgefunden in Fusion, dass es mehr Metroids gab, also ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie illegal ist, das andere zu glauben, was ich... Also wirklich, Rookie Mistake. Du kannst es nur wagen. Und es gab auf beiden Piraten im ersten Prime-Teil, glaube ich, einen Bericht, wo es geheißen hat, die eine Hälfte der Piraten hat sich auf Talon 4 niedergelassen und die andere Hälfte baut einen Stützpunkt auf Cebes wieder auf. Also es muss schon mal vor dem dritten Teil spielen, wenn man es so betrachtet. Naja, keine Ahnung. Metroid ist da allgemein ein bisschen seltsam. Also der Bosskampf, der fuckt mich ab. Ich würde es jetzt nicht verneinen, aber das nach Zero Mission oder 1 mit 10 will auch 10 zu 10 mit dem Sound zu setzen. Es kann gut sein, dass man es da einordnen kann, aber... Na! So eine Außenseite. Das sind natürlich die besten Spiele, die man irgendwie finden kann, aber die sind irgendwie ein bisschen zu weird, was Lore angeht. Kannst du bitte diese kleinen Vogel, nennt man das nochmal, diese Teile, die da... Sporen? Sporen, genau, Sporen heißt das. Kannst du die bitte abschießen, das ist sehr befriedigend, wenn du so kleine Teile abschießt. Mehr aus dem mit kleinen Menschen, wenn ich die auf der Straße sehe. Natürlich, natürlich, selbstverständlich. So ein normaler Mensch würde jemanden wie Peter Dinklage treffen und nach dem Autogramm fragen. Er nicht. Klick, klack, boom. Und wusstet ihr auch schon, okay. Er wirklich ist in dem Teil zum ersten Mal gestorben. Ich dachte immer, die hätten ihn geklont, aber er kann sie einfach ignorieren aus kleinen Stücken seines Gewebes. Ridley ist allgemein Spaß. Sorry. Aber ich hätte so gerne... Kann ich aber... Das kann ich aber auch. Ich regeneriere aus kleinen Sporen. Ich überlebe nur durch Photosynthese nebenbei. Das ist ein bisschen recht seltsam für einen Gamer. Also bei mir ist es Antiphotosynthese. Also wenn ich halt so lange Sonnenlicht inhaliere, dann sterbe ich, weil dann verliere ich halt Lebenssäfte, könnte man sagen. Und das ist halt wie bei jedem Gamer von uns. Wir dürfen halt nicht so lange draußen bleiben. Ja, kann ich unterschreiben. Kann ich nicht unterschreiben. Meine Güte! Ich mach die ganze Zeit Screenshots! Eine Mischung aus Brasilianer und Gamer, deswegen kann ich auch im Hochsommer draußen sein. Ich nicht, ich hasse den Sommer, ich liebe aber den Winter. Ich schlafe mit offenem Fenster und es hat minus 4 Grad draußen. Im Osten bei uns auf jeden Fall, also man kann von aus meinem Fenster sogar die Mauer sehen, das ist mal richtig nice. Bei uns in welchem Jahr lebst du? Man kann die Mauer sehen. Immer in China. Also in China. Dann ist es ganz normal, dass du die Mauer siehst. Jetzt habe ich schon wieder nicht getroffen, das kekst mich total an. Eine Frage, habt ihr gehört, was die chinesische Regierung gesagt hat, woher Corona kommt? Die hat gesagt, eine schlechte deutsche Schweinshaxe wäre schuld gewesen. Boah, das kann ich mir gut vorstellen. Ihr Deutschen vertagt aber auch alles so. Nein, bei uns ist alles 100% Qualität, außer der Berliner Flughafen. Qualitäts-Corona haben wir. Selbst unser Corona hat mehr Qualität. Ja, der Berliner Flughafen ist fertig. Der wird jetzt mit Steuergeldern vollgepumpt, weil er am ersten Tag sonst pleite gegangen wäre. Ja, ist ja logisch. In der Pandemie.
Der wäre so pleite gegangen. Jetzt mach dich auf, mach dich auf! Mach dich endlich auf! Du. Ich bin gerade auch nebenbei Super Metroid, hab am Ende am Anfang vergessen, meine Steuerung ein bisschen zu customizen, deswegen muss ich wieder von vorne anfangen. Wurde mir auch geraten, aber zu spät. So. Coole Leute haben springen immer auf B und müssen dann schießen. Ja, so spiele ich auch immer. Sehr befriedigend. Ich habe meine Steuerung so ähnlich wie in Dead Cells gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mein Leben nicht kürzer zusammenfassen. Ich habe keine Ahnung. So. Die einzige Sache, mit der ich Ahnung habe, ist Star Wars. Ich mag Star Trek. Gut, ein Star Trek. Ich muss zugeben, ich habe neuesten Star Wars Teil noch nicht gesehen. Den musst du auch nicht. Ich muss zugeben, Star Trek ist besser als Star Wars. Ups, was hat er gesagt? Ja, das stimmt überhaupt nicht. Kannst du im Bann. So wirklich. Nein. Ich habe mehr Content mit den Serien. Limit ist Limit. Spaß. Das stimmt, mehr Content, ja. Trilogie irgendwie. Aber Discovery kann man sich auch nicht angucken. Nicht ernsthaft. Man kann sich das ironisch gut angucken. Ah, Mann. Nein! Ganze, wird's noch was mit dem Boss? Nein. Achso. Lass uns wieder über Discovery reden. Wir haben hier einen Star Trek-Fan. Dann lass uns über Discovery reden. Was hältst du von Discovery? Weißt du, Discovery kann schlecht sein, wenn man halt dieser elitistische Fan ist von damals, aber es kann auch irgendwie gut sein, wenn man einfach nur die Serie schauen will. Also für Echo wäre es bestimmt nicht toll, gut zu sagen. Ich mag einige Charaktere in Discovery, aber ich hasse Michael Burnham. Ihre arrogante Fresse ich und ständig muss sie in jeder Szene sein. Man, ne, auch wenn du nicht guckst, Elias, man muss sie einfach hassen. Aus Prinzip. Ja, ja. Die Sache ist, Star Trek ist auch, glaube ich, nur ein bisschen so unbeliebt, will ich jetzt nicht sagen. Ich würde halt nur sagen, dass es nicht so viele geben, weil die Star Wars Filme hat man eigentlich schnell durch. Du musst halt nur 3 Filme oder so schauen oder je nachdem 6 Filme. Dann hast du alles schon irgendwie drin. Ganz ehrlich, ich würde die Leben anzeigen, bevor sie den Spawn da oben. Fangen wir mal an. Episode 4, Episode 5, Episode 6, Episode 1, Episode 2, Episode 3, das Weihnachtsspecial Solo, Rogue One. Dann die Sequels, die drei, die scheiße sind, dann kommen noch die Serien, Rebels, Clone Wars, Mandalorian, dann kommen noch die... Er muss ja auch die ganze Star Trek Sachen geben, dann kommen noch alle Comics, alle Bücher, dann kommen die neuen Serien, die jetzt dann gleich mal kommen. Star Wars ist fucking gigantisch. Ich dachte, Star Trek Fans wären Nerds, okay, ich bin... angekündigt wurden neue Serien und 3 Filme. Ich kann mich irgendwas in diese Richtung. Ach komm, das ist das gleiche, wie ob würdest du von so einem drogenabhängigen Musiker reden. Nur damit du seine Musik verstehst, musst du alle die gleichen Drogen nehmen wie er und genau den gleichen Tod erleiden wie er, damit du seine Musik verstehen kannst. Wäre genau dasselbe. Ich hasse Leute, die sowas sagen. Das hast du gerade aber auch gesagt mit deiner Meinung, du musst dir alles von Star Wars geben, damit du es verstehst. Nein, das meine ich ja nicht, aber du... Nein, es gibt so viel. Von Star Wars geben. Aber man muss schon Clone Wars gesehen haben, das schon. Kommt auf die Generation drauf an. Also ich glaube, meine müsste es sein. Du bist gerade ein Super Metroid, hast du den Boss geschafft, oder? Yep. Ich schaue mir Discovery nur an, um mich über Michael Burnham aufzuregen. Weißt du, wie viel Schaden der Super jetzt im Vergleich zu einer Missile macht? Weil ich bin mir da immer unsicher. Also das kannst du dir anschauen, also das Super Missile, wie gesagt, macht 5-fachen Schaden. Das ist eigentlich also, ich habe hier eine grüne Tür. Wie mache ich die grüne Tür? Super Missile. Du kannst jetzt auch die roten mit einer Super Missile aufmachen. Ist das die andere hier, die dickere? Ja. Welche dickere?
Ah, okay. Nebenbei, je höher die Items kommen, also wenn du noch diese anderen Items hast, die auch sehr selten sind, Gegner droppen die selten. Das kann ein bisschen nerven, wenn du die brauchst, um Türen zu öffnen, deswegen pass auf. Es gibt die Gegner, die droppen immer super Missiles, also diese Kakteen, die du vielleicht mal gesehen hast oder so. Stacheln, die droppen immer super Missiles, aber ansonsten wird es schwer, irgendwelche gedroppt zu bekommen. Das ist aber mal recht cool. Ah, okay, das soll wahrscheinlich heißen, ich muss da so eine Missile reinhauen, ne? Ja. Das Symbol da drauf. Okay, voll daneben. Treffer. Die Ecke kommt mir so bekannt vor. Was kommt dir echt bekannt vor? Die Ecke hier. Hier waren wir doch schon. Ja, hier waren wir ja auch schon. Jetzt kannst du nach unten und die grüne Tür öffnen. Ah, okay. Mir ist gerade was Wichtiges wieder eingefallen, was du, glaube ich, in Demon's Souls noch nicht gemacht hast. Mhm. Oder allgemein, da musst du ein Video hochladen. Also du hast ja diesen Konsolen-Ladevergleich gemacht. Mhm. Du musst auch einen Vergleich machen, Patches machen durch die Souls rein. Weil ich glaube, in Demon's Souls jetzt im Original die Patches eine riesige Nase. Patches Nasen. Ja. Eine Frage. Wer von euch tötet Patchet immer? Ich lasse ihn im Leben. Okay, gut. Man bekommt ja auch was von ihm. Freunde, die mit Dark Souls spielen, töten Patchet. Aber wieso? Ich meine, okay, er will einen immer töten, aber er hat ja auch nie... Aber eigentlich ist er ein netter Mensch. Ja, er schafft es ja auch nie. Das macht ihn irgendwie sympathisch. So, er hat es halt versucht und... Das ist ja wie dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Man muss das respektieren und sagen, ey, gut, dass du es versucht hast. Du musst es respektieren. Ich respektiere es, dass du es versucht hast und lass uns Freunde sein. Ah, Kakteen. Ja. Ich hatte aber nur einmal, da habe ich Patchett getötet, das war aber aus Versehen, weil ich habe seinen Text nicht durchgelesen und einfach auf Ja geklickt, bevor die Frage, ob ich ein Priester wäre. Oh. Das fand er nicht so optimal. Boah, das erinnert mich an das eine Zelda-Spiel mit dieser Eule. Oh ja. Die blöde Eule. Okay, Gonzo, ich muss dir von meinen Dark Souls Anime Randomizer was erzählen. Ich habe einen Anime Randomizer gespielt, wo ich alle normalen Gegner in Bosse umgewandelt habe und alle Bosse in normale Gegner. Und hab's durchgespielt. Das war so krank. Hast du die eine Mod gespielt? Hast du Sindas gespielt? Also? Oh. Nein. Sindas ist wirklich gut. Aber es ist definitiv so eine Mod von so drück Y für Rennen. Nicht bei Rennen. Ist eigentlich recht cool zu rennen. Also ach, da kann man. Auf B habe ich Rennen. Und das sagst du mir erst jetzt? Wie viele Stunden sind wir jetzt schon im Spiel und du sagst mir jetzt, dass man rennen kann? Ungefähr eine. Keine Ahnung. Also ungefähr eine. Eine Stunde. Ja, zu hoch gesprungen. Ganz so, wir wissen beide. Wenn ich dir gesagt hätte, man kann rennen, wärst du einfach in jeden zweiten Gegner reingesprungen. Ja. Er wollte dich einfach nur von dir selber beschützen. Wenn du immer L und R drückst, also komplett wie ein Spaß hintereinander, dass diese Armkanone nach oben unten geht, dass immer ein Armpumping, damit bewegst du dich je nach Warframe einen Pixel nach vorne. Das spart einige Frames im Speedrun, das ist eigentlich immer recht. Dumm, sieht seltsam aus, aber es existiert. Es existiert. Alter! Hier musst du nach unten, ne? Ich probiere gerade meine nach oben Schießfähigkeiten aus mit L und R. So. Ich muss nach unten, okay. Ah! Fliegen! Ist der unsterblich? Mit Missiles kannst du ihn töten. Ich hab eine Gitarre gehört. Wer hat da seine Gitarre berührt? Ich bin aus Versehen irgendwie keiner entgegengekommen, sorry. Tut mir leid. Okay. Ich weiß nicht ganz, ob ich schon mal gesagt habe, ich habe meinen neuen Akustik gekauft. Also gekauft, ich hab's Weihnachten gekommen. Ja,
keine Ahnung, wie ich. Ah! Ich meine, das ist, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Akustik. Eine Ukulele hast du? Hast du nicht gesagt, du hast eine Ukulele? Ja. War das ein Scherz? Ja, ich hab die. Warte, ich hab die Ukulele auch. Achso, auch. Darauf musst du jetzt das Super Mario Theme lernen. Ich hab mir vor allem auf Tommen habe ich mir noch eins bestellt. Das heißt, ich habe jetzt bald 4 Bässe. Was? SpongeBob natürlich. Ich will das Super Mario Theme hören. Dim 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 dim. Kannst du, da musst du rennen und springen. Ich kann auch rennen und springen? Ja. Machst mich irre. Bobby Tanya, du machst mich irre. Konnte hört sich gerade so an, dass er gerade das erste Mal sein Leben von seinem Rollstuhl aufgestanden ist. Ups. Ey, sie ist nackt. Du bist gleich tot. Ich bin schon tot. Innen drinnen. Ich hoffe, du weißt, wo ein letzter Speicher war. Nee. Hat das kein Autosave? Was ist denn das für ein altes Spiel? Ja, ich sag, du speicher immer, aber du bleibst nie stehen. Da sind keine Speicherstände. Das ist... Wie alt ist das Spiel? Konzentrier nimm bitte dein Save-State. Sonst musst du das halbe Spiel wieder machen. Oder du... Genau das muss ich tun. ...und sprühlst Zeit zurück oder so, keine Ahnung. Stimmt, das würde auch gehen. Aber Gonzo ist natürlich, ein True Gamer, deswegen weiß er natürlich, dass sowas illegal ist. Deswegen nimmt er sein Safe State. Safe State? Das ist 26 Jahre alt, Gonzo. Ja. Ich hab mal einen Super Metroid Randomizer gespielt und es gibt, du kennst ja den Boss Crocomire, ne? Ja, genau, das ist einer meiner Lieblingsbosse. Ja, auf jeden Fall, wenn du den mit einem Plasma Beam und Charge Beam triffst, also du weißt, was ist ein One-Hit. Der läuft ja so schnell nach hinten wie sonst was. Ich hatte irgendwann mal das in einem Stream oder so gehabt, ich hab das geklippt oder so, hoffentlich. Das könnte ich dir mal zeigen. Du streamst? Ja, ich stream. Ja, er streamt voll oft und vor allem zu komplett unnatürlichen Zeiten. Ich würde ja gerne reinschauen, aber... Ich kenne niemanden, der zu unnatürlichen Zeiten streamt. Ja. Wie 5 Uhr morgens oder so. Ja, also 5 Uhr morgens, einmal, das kann ich verstehen, Gonzo, aber 3 Uhr morgens. Oh, cool. Also, ich habe halt, wie gesagt, Super Metroid, Castlevania Symphony of the Night, irgendwann um 23 Uhr anfangen müssen, ne? Also, ja. Das war eigentlich recht cool, weil ich habe, wie gesagt, einen Randomizer gespielt. Am Ende hatte ich keinen Bock, einen zweiten Stream zu machen, deswegen habe ich das Spiel durchgespielt. Dann habe ich irgendwie einen 6 Stunden, 14 Minuten Stream rausgemacht, bis 3 Uhr nachts. Am Ende habe ich mich in Trails gemutet, statt zu reden, weil meine Lunge einfach ausgetrocknet war, weil ich nichts getrunken habe. Das war cool. Das kann ich mir vorstellen. Dann bin ich gestorben oder so. Wurde natürlich revived oder so. Wieso gib mir die Pollen keine Lebensenergie? Gib mir Lebensenergie! Vielleicht bist du allergisch. Fake News! Ich weiß nicht, ob ich es dir jetzt sagen soll oder ob du dann sauer auf mich bist. Da unten, wo es drunter gesprungen bist und dann gestorben bist, recht bald, war auch ein Energieauflader. Und da ist auch der Space. Ja, warum nicht? Du musst einfach auf die Decke achten, dass du irgendwo eine Brüche gewaltig hast. So weit war er noch nicht. Er war ein Raum davor. Ein Raum davor? Ist das nicht? Ja. Ah, so, okay, ja. Warte, noch eine finale Frage an dich, bevor ich dich einschätzen kann, wie ich meinen Bruder nennen kann. Zero Mission oder Super Metroid? Das ist... Ich finde beide Teile gut, aber in Super Metroid kann man viel mehr... Oh, wo steht denn der? ...und arbeiten, man kann auch gut. Komplette Wege machen. Okay, gute Meinung. Ich schätze dich. Es gibt diese Super Metroid-Leute. Ich kenne so einen Typen, der heißt Rocky 712 oder so. Der Typ ist wirklich 80, wenn es darum geht, mal wieder zu beweisen. Also der Typ ist unnormal krass ins Zero Mission. Der gehört, glaube ich, zu den Top 50, was Any Person angeht. Im Top 30, was 100% geht. Und das ist unnormal krass. Also dafür, dass er ein bisschen älter als ich, ist er schon. Aber ich würde sagen, eigentlich recht lustiger Typ, könnte man sagen.
So, wir machen übrigens eh nicht mehr so lange. Damn, das geht nicht. Doch, doch, das geht. Dann wird es nicht noch zuerst. Gibt es irgendwie so Streams, die halt Zeit einnehmen, die uneinig hältst? Also, das war so dein längster Stream und so. Gibt's so. Oder darfst du es nicht aussprechen? War das so um die, weiß nicht, 8 Stunden? Mit, Zelda Breath of the Wild? Länger mit Breath of the Wild, was kann ich mal länger? Den ganzen Tag. Aber ich habe auch zwischendurch kurz aufgehört, ne, zum Nickerchen, glaube ich, mittags. Ich glaube, das hat längste bei ihm was schon ziemlich lang. Ich meine, ich habe dadurch habe ich Killerherze geholt. Vielleicht so 10? Auf jeden Fall, ich hatte den ganzen Tag frei. Ne, das war. Also ich hatte Familie nicht da. Für eine Woche. Und da fing ich dann an, einfach jeden Tag zu streamen, weil ich jeden Tag alleine war. Ich hab den ganzen Tag gestreamt und gezockt und man konnte mir zusehen, wie ich dann gegessen habe und gezockt habe den ganzen Tag und nichts anderes gemacht. Denk wahrscheinlich mal zu irgendwelchen illegalen Geschäften mit Mafia-Bürste, währenddessen streamst du den ganzen Tag lang GOTB. Ganzen Tag einfach Essen machen, einfach den Stream laufen lassen, während des ganzen Tages, während ich das tue, was ich sonst mache, da rumsitzen und zocken. Das ist super. Voll geil. Gonzo? Ich denke, für eine demokratische Abstimmung, wo du nicht mitmachen darfst, was du Streamer bist natürlich. Wer ist alles dafür, damit er Super Metroid weiter streamen muss, irgendwann mal? Ich. Ich hab doch noch so viele Projekte. Ich hab so viele. Ist das ein Problem? Jetzt ein NES-Game, irgendein anderes. Hat mich gerade in der Luft irgendwas verletzt? Wer ist dafür für Bubsy 2 als Streamer? Bubsy wollte ich damals immer spielen, hab's nie bekommen. Wir können es ganz einfach machen. Ich gebe euch. Warte. Ich gebe dem Voice Chat hier 5 Sekunden zum Antworten. Okay, nach 5 Sekunden will ich eure Antwort. Ich sehe bis überall die Antwort. Soll Gonzo das Spiel weiterspielen? 1. 2, 3, 4, 5. Ja gut, das schätze ich als Nein ein. Das ist keine Antwort. Ihr habt schon mitbekommen, dass ihr gemeint seid und ihr antworten sollt. Ja, ich schätze das als Nein ein. Ich hätte auch streamen, was er will, okay. Ich glaube, Orbitanium hat nicht realisiert, dass er raus ist. Er redet gerade mit sich selber wahrscheinlich. Warum seid ihr alle so leise? Na, vielleicht denkt er, ich habe ihn gefangen. Ich will ja niemanden so einfach fangen. Nur raufschmeißen, dass es geht. Ich habe nicht mal Musti gefangen. Nicht mal Musti? Ich meine, Musti hat in den Elden Ring Chat geschrieben, dass Elden Ring raus ist. Also das ist schon hart, das ist hart. Vor allem, das ist ja nicht nur der. Ich hab einfach rausgeschmissen. Nein. Ja. Und wo war das? Er hat's dich. Ich bin am Spielen. Ich habe ein Alibi. Ja. Das war Minator. Ja. Du kannst reinschauen. Ich bin gerade im Server gerade gejoint. Jetzt bin ich ihn auf einmal adden bekommen. Und Gott, wenn du mir jetzt irgendwie adden oder sowas unterschmuggelst, damit es stimmt, das wär cool. Das wär cool. Na, das würde Gonzo niemals machen. Der Gonzo ist ein netter Mensch, nicht so wie der Österreicher. Ich hab dem Admin nicht mehr administratorische Fähigkeiten gegeben. Als der Tim noch Admin war, war Admin tatsächlich kompletter Administrator. Er hatte alle Befugnisse. Ist Tim nicht. Tim ist doch irgendwo noch Admin. Ich glaube auf Twitch und auf YouTube. Ich habe eine Frage. Wisst ihr, wie viel Geld Echo überhaupt zusammenbekommen hat für seinen schwulen Money-to-Film? Was? Um was geht's? Wo kommt diese Frage jetzt her? Was geht jetzt hier? Das ist voll alt. Er hat in der News mal erwähnt, dass er 12 Millionen Euro sammeln will, um irgendeinen Film nochmal, Karl-May-Film, glaube ich, nochmal neu zu remastern, zu remaken. Nice, mit Gonzo in der Hauptrolle, das ist ja fresh. Ja, das wird nicht zu 12 Millionen. Ist das Ding an mir dran? Gonzo, ja. Hier, ich in der Hauptrolle. Schieß einfach mit Miss ein.
Stolz und ihr mit Quergel in der Hand. Nach oben gucken, wie du es gelernt hast mit L und R. Und dann musst du halt, wie gesagt, nur ein bisschen schießen. Es klappt nicht! Nach oben? Ja. Bei dem Film Gonzo und Ian McGregor in der Hauptrolle, wenn man sich den Film anschaut, ist es wieder. Ich würde es feiern. Ich würde so ein rotes Schwein. Ich würde es mir kaufen sogar. Ich würde mir sogar Fanmerch holen. Fanmerch? Ja. Ich will mir immer noch. Gonzo, die grüne Tür bitte. Also, sofort in die grüne Tür. Hm. Ah, Leute, Energy Recharge. Da gibt's heutzutage Einstellungen für Farbenblindheit in Videospielen. Ja, heutzutage, aber vor 26 Jahren. Da warst du gearscht. Heutzutage hast du das auch nicht in jedem Spiel. Da wird dran gearbeitet. Ich meine, in Among Us wurde ja sogar so Zeichen zugefügt. Du hast, glaube ich, bei Spider-Man hat man das auch, glaube ich. Da gibt's eine extra Option Kategorie für Barrierefreiheit, da habe ich auch die Quicktime-Events ausgeschaltet. Ich mag keine Quicktime-Events. Doch, das einzige Spiel, in dem ich finde, dass Quicktime-Events völlig gerechtfertigt und vielleicht auch gut sind, wäre sowas in Richtung wie Heavy Rain, du erwischst uns solche kompletten Story. Ja. Ich muss gerade an diese Szene denken mit dem Jungen, wo er die ganze Zeit hinterher ruft. Ich meine, ein Spiel, das keine Story hat, kein Gameplay hat, da ist sowas wirklich akzeptabel, aber es besteht ja auch nur aus Quick Events. Schieß über dir, der Block ist brüchig. Zu spät! Nein, du gehst wieder zurück. Nein, ich kann unmöglich zurück. Das Spiel geht nur in eine Richtung. Es ist. Das hat mich gefressen. Das kommt dabei raus, wenn ich zurückgehe. Nein, ich komme nicht mehr rausgehüpft. Ich häng fest. Ich häng in den Nadeln fest. Das ist nicht. Ich kann da nicht rausspringen. Boah. Springen gedrückt halt, ne? Zum Glück hast du den Treibsand noch nicht gefunden. Nein. Ja, das ist heftig. Es ist nicht gedrückt halt. Treibsand. Ich weiß, dass ich mal in meinem Leben schon Angst vor Treibsand hatte. Ich habe immer gedacht, dass wenn man in den Treibsand reinkommt, stirbt man einfach, aber Treibsand ist ja nicht einfach nur Sand. Gibt es tatsächlich Treibsand? Ja, es gibt Treibsand, aber Treibsand ist. Du kannst daran nicht ersinken. Also ist halt allgemein in unserem Körper so, dass wir könnten darin nicht sinken. Wir könnten schon bis zur Hüfte oder ein bisschen drüber, aber. Weil es ist genau das gleiche wie in Lava, man könnte auch in Lava nicht versinken. Aber in einem Moor kann man versenken im Schlamm. Sterben, so keine Ahnung. Ganz der Block über dir. Ich nehme an, Lava hat so eine hohe Dichte, oder man würde einfach drauf stehen bleiben. Ja, das gleiche ist mit Sand. Man würde nicht drauf stehen bleiben, man würde nicht versinken. Übrigens, wenn man in einen Vulkan springen dann musst du einen Walljump probieren. Dafür musst du diesen Drehsprung machen und dann kannst du einen Walljump machen. Dann kannst du schon ein spätes Item ercheaten, ne? Lass ihn einfach mal in Ruhe. Nee, kriegst du in 20 oder 5 Minuten später, so keine Ahnung. Du kannst einfach mit den Highjump Boots zurückkehren, backtracken vor dem Green. Ich hab keine Ahnung, wie ich diesen Jump mache. Soll ich eventuell Stream übertragen oder so machen? Ich bin dran. Ja, das ändert ja nichts daran, dass ich die Tastenkombination nicht hinbekomme oder das Timing oder so. Ich weiß ja nicht, wie das genau funktionieren muss. Wir können auch weitergehen und den später holen, wenn wir die High Jump Boots haben. Wir müssen, weil ich unmöglich weiß, wie dieser Trick funktioniert. Das weiß ich ja nicht einfach plötzlich so. Das heißt, Ich hätte eben gar nicht sterben müssen. Ja, das ist echt. Jetzt ist der Kaktus wieder da. Geduck dich! Boah. Ist das übel. Da finde ich die Steuerung ein bisschen störend, dass die sich da nicht mehr hinhockt, wenn man nach unten gedrückt hat, aber zuerst noch nach rechts gleichzeitig. Weil ab dann wird das Hocken nicht mehr erkannt. Also das Halten wird nicht registriert. Kannst nicht runterhalten.
Wem schaue ich dir gerade auf Discord zu? Ist das Minotaur? Metroid Minotaur, ja. Metroid-Tor. Ja. Es gab wirklich so ein paar Jokes mit Metroid Minotaur in der Vergangenheit. Ich leide immer noch drunter. Metroid Lover? Ja. Ich würde als Metroid Minotaur als Ehre empfinden, so genannt zu werden. Es gibt sogar einen Song über mich, den will ich wirklich nicht. Ich könnte ihn privat irgendwie mal kurz jemanden senden, falls er ihn hören will, ich könnte ihn Gonzo senden, aber... Bitte! Es gibt sogar Metroid Minotaur 2, also so fängt es. Es gibt wirklich Metroid Minotaur 1 und 2, also es gibt wirklich zwei Teile. Aber bitte, ich will sie beide hören. Ich will sie auch hören. Ich kann sie gerne gleich später schicken, oder Gonzo will sie sich vielleicht im Stream anhören, die sind eigentlich recht interessant. Die sind nicht so, also die sind schon trash, aber die sind halt so trash, dass man sich drüber lustig machen kann, ohne halt, wie gesagt, verprügelt zu werden. So trash. ganz unten ist ein Speicherraum. Okay. Also der Rauch nicht, das muss schauen. Wurde die über dich gemacht? Die wurde über mich gemacht. Das heißt einfach nur Metroid Minotaur. Also, ich schau mal, ob ich es auf YouTube finden kann. Es ist, glaube ich, nicht auf YouTube. Es existieren mehrere MP3-Dateien darüber. Aber wenn du Metroid Minotaur eingibst, findest du vielleicht meine Metroid 1 Review, die nur mal scheiße ist, und ich wollte die auch mal remaken oder so. Wenn die scheiße ist. Und wieder 10 Jahre her ist gefühlt. Mann. Aber man kennt es eigentlich, besonders wenn man in der Pubertät anfängt mit YouTube, dass man macht ein Video, man empfindet die Stimme als ganz normal, man macht ein halbes Jahr später ein Video, man hört sich das alte Video an, dann keine Ahnung, was soll ich für ein scheiß pubertätes Kind vor einem halben Jahr. Was? Ich hab gerade einfach gegoogelt, Metroid Minotaur, auf Google. Und nach oben schießen, Gonzo. Hat nicht funktioniert. Ich musste einfach, glaube ich, den Screenshot schicken, Minotaur vom dritten Ergebnis. Das ist einfach das dritte Ergebnis. Ich habe Metroid Minotaur gegoogelt. Safe in Funnel von so einem alten Video, wo ich mal mitgemacht habe. Ich habe den Rang schon seit gefühlten Jahren oder so. Nein, du kommst nicht weiter. Im ersten Stream bei Gonzo kann ich mich daran, wo ich drin war, hat er, glaube ich, Dragon Quest 11 gespielt. Und jetzt habe ich auch wieder Bock auf Dragon Quest 11, ist auch mal durchzuspielen oder so. Ich hab einen Speicherspunkt erstellt. Auf Discord. Dazu sage ich wirklich nichts. Dazu sage ich jetzt einfach wirklich mal nichts, okay? Minotaur wissen wir darauf. Wissen wir da jetzt was? Es gibt einen Song zu Gluon. G steht für den guten Loot. L steht für noch mehr Loot. Für Freunde, die wir unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. So, ich sehe aber gar keinen Song. Wo ist der Song? Warum ist Minotaur überhaupt jetzt wieder beigetreten? Wo warst du, Minotaur? Hä, ich war die ganze Zeit lang hier. Da steht, Minotaur ist gerade aufgetaucht. Um 21.16 Uhr. Gonzo, wir sind kurz davor, unser erstes Ziel zu erreichen und den ersten Wächter zu töten, ne? Mein Ziel war es jetzt, den Minotaur-Song zu finden, aber wenn du meinst, welche Richtung muss ich gehen? Also soll ich ihn dir schicken, oder wie ist das? Ich dachte, ihr hättet das schon gemacht und ich könnte jetzt während des Streams den Song laufen lassen. Ah, nee, den gibt's nicht. Ich müsste den hochladen, das ist ja das Problem. Ich könnte euch, irgendeinen von euch die MP3-Datei schicken, aber ich müsste den... Wenn du über Discord die MP3-Datei schickst, kann ich sie ja hier laufen lassen. Ich hab, glaube ich, noch... Wie geradeaus? Stream reintun. Ich würde nur Metroid Minotaur 2 gerade finden, ne? Deswegen, wäre das ein kleines... Haus kommt so rein und der kann es ja im Stream dann reinhauen. Nein, das ist eine MP3-Datei, ich muss ihn auf YouTube hochladen, wie gesagt. Wie macht man denn die rote Tür kaputt? 5 Missiles, wie immer. Ich bin gleich wieder da. Waren das die roten? Ich hab mir die Farben nicht gemerkt. Ich dachte, die grünen waren die anderen. Ah, okay. Ein Energietank. Echt uncool. Ah, wo ist mein Handy? Da ist. Okay. Was Minus heute in Ehren Elias Hang nicht durch. Weil er weg war. Nicht alle 3 Meter ein Safe-State machen. Doch, muss ich jetzt machen. Ganz dringend. Ach, ich hab einen. Macht man das so? Ich hab's geschafft, einen Boden zu zerschießen. Das ist genau das gleiche wie, dass man die Tür zweimal zusperrt. Außer also.
zu checken, ob die Tür zugesperrt ist. Ich schau gerade von irgendeiner Person aus meiner Klasse in den Status, ich will nichts dazu sagen. Vor 3 Tagen irgendwie so angeben, wie die halt mit 15 Personen irgendeine Party feiert, jetzt so irgendwas in Status stellen mit, Großbritannien hat Probleme wegen Corona, mutiertes Coronavirus oder sonst was. Und der traurige Smiley dazu ist schon selbstironisch, ich danke. Also, High Jump Boots! Was gelernt. So. Damn, halte die Fresse und bleib bitte drin. Ich will noch überleben bis, keine Ahnung, 3 Jahren. Bis Prime 4 rauskommt. Bis Prime 4 rauskommt. Wird aber ich hab ja, gelernt. Prime 4. Das ist eine Message, die könnt ihr vielleicht euch alle mitnehmen. Nur weil Leute in einem Krankenhaus arbeiten, heißt das nicht, dass sie sich überhaupt mit irgendwas, was Gesundheit auskennen müssen. Das stimmt. Weil ich frug gerade direkt stehen auf meinen Vater und meine Stiefmutter, die beide Krankenpfleger waren und beides Impfgegner sind. Ich verstehe einfach Impfgegner nicht. Ey, mein Freund hat seine Schwester ist Krankenschwester und die will sich auch nicht impfen lassen. Weil die alle cool sind. Ja, das ist wie kommen wir denn hier wieder nach rechts? Cool. Wir müssen alle Gegner im Raum töten, Gonzo. Ach, wer macht denn sowas, alle Gegner im Raum? Das ist wie mit den Truhen in Dark Souls. Du musst einfach gegen alle gegenrollen, bis sie alle kaputt sind. Okay, ich hab's gefunden, ja. Ich hab den Metroid Minotaur Song gefunden. Ich hab auch einen Song, der geht it came, it raged. Das ist meiner. Das ist cool. Kannst du bitte mal eine 5 Minuten Version auf YouTube stellen? 5 Minuten Version? Ja, wenn du Hilfe brauchst, kommst du, ich bin immer für dich da. Die 5-Minuten-Version heißt Dark Souls Remastered. Ich muss jetzt erstmal mein Schneideprogramm aufmachen, die MP3-Datei reinholen, hauen und dann erstmal mal ein Metroid-GIF oder irgendwie Gameplay dazu suchen. Und wo muss ich denn lang? Bobitanium. Metroid-Dance-GIF. Hoch. Wir holen jetzt einen Icebeam, der ist 2 Türen über dir. Metroid-Dance-Animation oder sowas. Gibt es sowas? Die grüne hier? Es gibt es. Ja, die Grüne muss das sein. Und da musst du dann durchrennen. Also durchrennen? Rennen drücken nur nach vorne. So, ich muss kurz den Stand. Nein. Nicht. Okay, dann nicht. Du warst zu langsam. Ich muss, wie gesagt, gleich Y drücken und durch die Tür schon durchrennen. Achso, okay. Dein Speed wird gespeichert durch die Türen. Ah, okay. Wie komme ich wieder raus? Den Boden irgendwo aus. Um mir das Lied anzuhören. Oder eine Frage, den Icebeam kann man sich schon holen mit der normalen Rennen, oder? Wie bitte? Minato, den Icebeam kann man sich schon mit dem normalen Rennen holen. Den Icebeam? Den kannst du nicht Icebeam hier. Mit Morgbauer, aber ich glaube nicht, dass es das hinbekommt. Bei nee, ich dachte mal, mit normalen Rennen kommt man hier auch durch, weil ich hole mir den eigentlich ziemlich früh immer, glaube ich. Ja, wenn du halt diesen Speedbooster hast, und ich sage mal in Norfair, deswegen ist es auch eine frühe Situation. Ne, auch ohne Speedbooster, dachte ich. Ich meine nicht. Ja, kannst du da durchs Loch mit dem Morphball. Trotzdem braucht er den Varia-Suit, weil es in den Raum danach anfängt, weiter heiß zu sein. Ach sowas, okay. Ich hab mal Randomizer gespielt, das kann wirklich sagen, wenn du Norfair ein bisschen machen willst oder nicht umgegeben hast. John, ganz Entschuldigung, falsche Info von mir, wir müssen wieder raus. Wir sind fertig in Norfair. Und dann? Einfach den Aufzug hoch und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. Das ist ein kleines Geheimnis. Ich kann mich noch nicht orientieren. Ich weiß noch nicht, was hier was ist. Schau auf die Karte. Um dir was zu erklären. Also alle Bosse funktionieren genauso. Du musst die oral penetrieren und dann hast du sie geklärt. Okay. Ganz oral penetrieren kann ich. Dildo-Raketen in ihre Munde einführen, verstanden? Ich fand die andere Erklärung besser. So, wo müssen wir lang? Da hinten kannst du die Wand aufsprengen mit Superraketen, mit dem Grün. Mit dem was heißt hinten? Das ist wie, wer redet da? Ich? Rechts. Einfach rechts. Danke, rechts. Wand aufsprengen. Springen. Du wolltest ja den Metroid Minotaur Song haben. Ich hab ihn geschickt. Hast du? Gut. Nein, ich mach den jetzt erstmal in eine YouTube, also mach daraus erstmal jetzt ein Video, wie will ich das jetzt sagen, also ich lade mir den mal runter, pack den mach den jetzt mal erstmal so, dass wir ihn jetzt hier im Call hören können.
Und jetzt mit einem High Jump kannst du hochspringen. Ich jumpe. Ich glaube, ich habe ein neues Lieblingslied. Oral eingeführt. So. Wer hat diesen Text geschrieben? Ich weiß es nicht. Es ist ein Wunder der modernen Kunst, dieses Lied. Ich mache daraus jetzt erstmal Metroid Minotaur. YouTube. Eine Frage, Minotaur ist dein YouTuber-Twitch-Account, heißt er denn auch einfach Minotaur? Jo. Okay. Ey, Content Boden kannst du unter dir zerstören. Castlevania. Castlevania. Musst mit dem Morphball gucken, da ist irgendeine Stelle brechbar, ich weiß nicht welche. Ja, okay, einfach schießen. Damn, das Rennen dauert jetzt ein bisschen, also hat man ein bisschen Geduld, damit wir es uns alle im Call dazu beten können. Ich höre es mir gleich nochmal an. Da kannst du mit dem Morphball wieder unten durch, unten Bomben legen mit dem Morphball. Okay. Ach, hier an der Wand? Ja. Und Gonzo, verfasst du sagst, ich hab dir nicht den Speicher gezeigt, der Speicher ist gleich ganz hinten. Einfach, ich meine, nach rechts laufen und da ist der Speicher. Ich hab mich nie beschwert wegen dem Speicher. Ich hab Quicksave. Apropos. Nice. Wir speichern ehrenhaft. Ich habe gespeichert. Ey, dafür ist der Emulator da. Das ist ein verdammt normal altes Spiel über 20 Jahre. Da werde ich ja wohl zwischendurch speichern können. Und wenn du Speicher nicht brauchst, da wo der Riss im Boden ist, kannst du sprengen. Sogar 25. Siehst du einen Riss im Boden? Ja. Ich sehe einen Riss. Den großen Riss, ja genau. Ich habe den Riss gesehen. Den Riss in eine andere Welt. Damn, das ist ein Screenshot-Ratespiel, wo ist der Topic schnell? Community Off-Topic-Bereich. Okay, dann kann ich das hier reinposten. Ey, wer macht denn sowas? Wenn ich hier die Waffe wechsle, muss ich hier durchspringen. Punkt. Nein, da sind Stacheln an der Decke. Hör auf, mich springen zu lassen. Das ist, nein. Ey. Jump'n'Run, ne? Ich hasse es. Keine Sorge, es gibt ein Missile und Energieauflader wieder. Das war Great so. Aus dem ersten Teil von Metroid. Damals war er noch so klein. Gonzo, über dir die Decke zerstören, da kannst du deine Energie und Missiles wieder auffüllen, was sehr praktisch ist. Mhm. Bei denen geht's nicht? Doch, geht. Hier kannst du dich auch auffüllen, aber es dauert halt länger, als einfach einen Auflader zu benutzen. Aber dann kommen diese Dinger. Ja, mach's mit denen, mir ist es egal. So. Ich hab's ja geschafft, ich bin von ihnen geflüchtet. Ich bin stolz auf dich. Energy Recharge complete. Mensch, Minato. Ah. So. Missile Reload complete. Jetzt habe ich in meine Playlist rein, Minato. Ist er schon fertig? Was ist? Gott, so wenn er merkt, dass Super Metroid auch Speicherstationen hat. Niemals werde ich das bemerken. Okay. Ich muss jetzt das entweder auf YouTube hochladen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Bitte lad auf YouTube hoch, weil da kann ich in meine Playlist. Hier ist himmlische Himmel rein. Ist das ein Ritter an der Stelle? Das ist einer von der Föderation. Für die arbeiten wir. Das sind die Guten. Okay. Für die Trade Federation. Ins Auge schießt mit einer Missile. Hab ich schon. Ah, okay, eine größere Missile. So. Minato, du hättest einfach die MP3 hochladen können in Discord und dann hätte ich die davon abspielen können. Ganz nebenbei. Das kann man? Ja, du kannst der MP3 einfach da reinziehen. Das ist unnötig gewesen. Warum lade ich das jetzt auf YouTube hoch? Ich hab dir eben gesagt, du sollst einfach es auf Discord hochladen. Oh, ich schick dir das einfach mal privat.
Gonzo, du schießt jetzt auf seine Augen, dann öffnet er den Mund und dann kannst du eine Messer reinhauen, eine Supermesser reinhauen. Mhm. Drei Supermesser ist drin und dann ist er sofort tot. Ich hab's jetzt privat geschickt. Okay. In die Augen. Er geht jetzt auch sofort in die nächste Phase. Eigentlich bräuchte ich, glaube, 5 Missiles oder so. Das Problem ist, dass ich das Wechseln der Missiles schon total problematisch finde. Ja, deswegen habe ich das Wechseln auf X gelegt. Das ist ziemlich praktisch. Ja, merke ich. Denn mit links jetzt, also mit dem linken Daumen jetzt auch noch auf Minus zu drücken, um die Waffen zu wechseln, das ist für die Hölle. Das fand ich ziemlich schrecklich. Weil ich ja auch links steuern muss. Okay, ich habe die MP3-Datei, glaube ich, hoffentlich mal geschickt. Okay, du hast alle Supers verschossen, das heißt, das wird jetzt ein bisschen längerer Kampf. Nein, der wird ganz kurz, weil ich gleich tot bin. Da ist er viel zu viel. Ich schieße ihm immer auf die Nase, das gibt's nicht. Ich treffe den Mund nicht. Ach ja, es wäre gut gewesen, einen Quicksave einfach vor dem Bossraum zu machen, aber naja. Aber wir haben genug Quicksaves. Was ist? Was ist? reicht mir jetzt. Lass mir mich einfach sterben, scheiß drauf. So. Elias? Hm? Was nochmal? Ich hab dich gerade gar nicht akustisch verstanden. Du hast auf YouTube hochgeladen, also hast ja auf Discord geschickt. Das Video wird gerade verarbeitet. Er spielt nur Retro-Spiele. Was es tut, ist für mich zu viel. Er ist nicht schlecht, er schlägt für Liebe. Ich würde nicht so viel wie er verdienen. Metroid Minotaur, der König von München. Pass lieber auf, dass er dir nichts antut. Bist du im Konkurrenz, bist du mit dir. Er kann mit deinem Geheimnis schreiben. Meine Lieblingsstelle war, wo du Castlevania gesagt hast. Das beim dritten Mal. Meine Lieblingsstelle ist mit Abstand, er ist so schlau, trilingual, alle anderen sind nur. Also ich war dabei, als wir ihn gemacht haben, wie gesagt, den Song, ne? Aber uns ist nichts eingefallen. Doch sieht das da so aus. Ey, damn, wie viele Sprachen hast du so in der Schule? Also ich habe noch Französisch und Englisch halt wie jeder. Dann er so, okay, wir brauchen irgendwas, was sich darauf reimt, der Isse. Trilingual. Slingern. Auf jeden Fall. Hoffentlich hast du den Song geliebt. Super. Danke. Darf ich Werbung für meinen Kanal machen? Nein, schade. Selbstverständlich. Cool, ich habe einen Kanal. Nachdem ich deinen Song gerade. Deswegen, schaut gerne vorbei. Ich mache lustige Videos über Nintendo-Spiele. Inaktiv, aber ich mache. Und der Stream um 3 in der Früh.
Und streamt um 1 Uhr früh, das muss er, ja. Ich muss sagen, um 1 Uhr früh ist besser als um 5 Uhr früh. Nein, 5 Uhr früh. Warte, hast du gerade Constantly suspected? Ja. Okay. Das macht er am liebsten. Nur ein bisschen. Konntest du disrespecten? Es wird getan. Ich habe eine Review zu einem Spiel gemacht, das heißt Jesus Kiju von Ubaya Monster. Ja, mehr Werbung muss ich nicht machen. Wenn ich Jesus das erwähne, beste, das beste Spiel. Das, der beste Spieltitel ist immer noch, Mr. Krabs Overdoses and Catch Me and Fucking Dies. Oh, Lord Slayer ist gegangen. Gute Nacht, ich hoffe, du hörst mich noch. Lord Slayer, Lord Master King Slayer Gott, geiler Typ. So. Schau dich mal das Video an, Metroid lustig. Metroid lustig lustig. Da stand eben noch, es wird. Metroid lustig lustig. Wird noch verarbeitet. Stand da eben. Nee, jetzt muss ich glaube ich. Hä? Noch verarbeitet oder? Jetzt weiß ich es gerade nicht. Aber eben, bevor ich den Song gestartet habe. Hm? Wow. Na! Okay. Aha. Damn, wie cool ist das? Du meinst das Lied? Das ist ziemlich gut. So. Vielleicht doch beim nächsten Mal die Tastenbelegung umstellen. Ich bemerke mal, dass mein Mikro am Arsch der Welt ist. Ich soll das eigentlich hier vorne irgendwo hinstellen. Ups. Metroid, Metroid, lustig, lustig. Metroid, Metroid, ja. Metroid. Und was ist dabei? Egal ob Hollow Knight oder Super Metroid, scheißegal. Wenn er heute streamt, dann wird es illegal. Er ist ja schon am Trilingual. Und was ist mit Metroid 2? Oder ist da die Version? Das ist Metroid Minotaur 2, die vorherige Version ist, die habe ich glaube ich nicht. Also keine Ahnung, die existiert. Die ist unnormal alt. Die vorherige Version würde zu viel Musik auf die Welt auf einmal loslassen, das würde die Welt loslassen. So, die zweite Version ist besser, ja. Dann hatten wir mal, es gab so einen Typen in meiner Klasse, der war halt irgendwie so, der hat die Schule mit Nachten abgebrochen, ne? Er hieß Kevin und der hat. Hieß Kevin! Ich hab genug gehört! Punkt. Den gibt es auch einen Song nebenbei. Der hat irgendwie sowas mit Setz die Maske auf. Der hat irgendwie so einen Song gebracht, der heißt Setze die Maske auf, ne? Ich hab seinen Soundcloud hochgeladen. Und das war unnormal cringe, dieser Song. Der Corona-Song. Okay, du machst ein Remake davon, nur um ihn zu demütigen. Er hat von dem Song mitbekommen, wurde mad, aber hat nie rausgefunden, wer ihn gemacht hat. Setz die Maske auf, ich bin schon wieder tot. Irinator, nein, ich bin nicht beim Endboss. Ich setz die Maske auf, so. Ja. Mit der Scheiße bin ich wieder drauf. So, Leute, ich hab keinen Bock mehr. Es ist auch schon viel zu spät. Nein, der Boss wird noch gelegt. Der Boss wird nicht gelegt, ja. Der wird heute nicht mehr. Ich muss die Steuerung umstellen, das geht einfach nicht. Ich kann die Raketen nicht einwechseln, während ich springe und den Dingern ausweichen muss. Das geht einfach nicht. Doch. Nein. Hände wie ich. Tentakelhände. Ich hab meinen Tentakel woanders. Den darf ich im Stream nicht rausholen. So, einmal ein Sexwitz. Also Gonzo, wie gesagt, OnlyFans. Was ist Sex? Das spiele ich mit allen drei Händen am Controller. Ich wollte dich ja eigentlich fragen, was Cyberpunk und so, hast du deine 11 Finger am Controller? So spielt man N64 jetzt rausgefunden. Ja. Dafür ist das dritte Hörnchen da. Ja. Ist halt eine Only Boys Game Konsole. The Boys. The Boys, ja. Also Gonzo, ich wollte dich ja eigentlich ursprünglich was fragen, so deine Cyberpunk-Charakterkreation. Aber ich bin jetzt eine Frau, wie langweilig. Ah, wegen der Peniswahl. Eine Frau mit Vagina natürlich. Ja. Und Schambehaarung. Mit Schamfrisur natürlich.
Das ist nicht so selbstverständlich, Anime. Also, ich meine, ich habe ein paar Anime gesehen, okay? Ja, ich weiß. Ja. Da will man nicht versehentlich draufklicken. Ja. So, Leute, war ein witziger Abend. Metroid Minotaur. Metroid Minotaur. Freut mich, dass du wieder reingeschneit hast, so ganz spontan, Minotaur. Du hast Super Metroid gestreamt, ich konnte nicht anders. Eigentlich wollte ich gerade Schule machen oder sowas, ne? Das ist irgendwie sowas. Ich hab ja Save States, vielleicht spiele ich das irgendwann weiter. Aber wir sind noch bei Demon's Souls dran. Ich will den Demon's Souls Run machen und eigentlich will ich unbedingt Cyberpunk spielen. Und Bösewichte mit einem Dildo verkloppen, den meine Heldin benutzt hat. Wollte ich auch schon immer. Minotaur, du kannst mir danken, ich hab Gonzo so lange genervt, bis es mit Metroid gespielt hat. Ja, ganze zweimal hat er. Zweimal hat er mich genervt. Und das ist nicht Minotaur. Ja. Ich glaube, ich hatte dich damals auch schaufelig genug genervt, dass du es spielst, aber. Ist wieder Tage her. Ich muss mal gucken, wann ich noch diese Woche streame. Ich hab vergessen, einen Plan zu machen. Ich hab viel mehr mit Dark Souls 3 gelernt. Die Sache ist kein Witz bei mir. Ich hatte mal einen Streamplan, hab übelst innovativ gestreamt, bis ich keine Ahnung hatte, dann habe ich Super Metroid gestreamt. Niemand mochte es, aber ich hatte nicht. Und dann hast du einen Song gesungen, singen lassen. Es gibt sogar. Ich muss mir mal meine Streams anschauen, die ursprünglich mal was anderes waren und dann zu Super Metroid Streams waren. Wie ist das lang? Mir würden 16 Streams gefühlt einfallen, wo das passiert ist. Wo du versehentlich Metroid gespielt hast? Ja, keine Ahnung, am Anfang habe ich Hollow Knight oder sonst was gespielt, dann hatte ich mir so gedacht, okay, was haltet ihr von Super Metroid? Meistens so, nee, kein Bock, als wurde es Super Metroid. Ist aber wirklich so, schade. Ja. Ich werde übrigens nicht Cyberpunk streamen, weil zu oft Nippel vorkommen. Okay. Jedes Mal, wenn ich die Charaktere umziehen will, wird kurz der Charakter nackt und dann wird die neue Kleidung geladen. Ach, du streamst ja auch auf Twitch. Ja. Ein Frame ist schon zu viel. Ein Frame ist ein Frame zu viel. Gonzo sagt das eigentlich nur in Wahrheit. Und immer wenn Keanu Reeves kommt, kann er einfach die Finger nicht reißen lassen. Der ist cool. Der Charakter ist voll cool. Natürlich ist er cool. Ich finde, die Interaktion mit den beiden funktioniert nicht immer richtig. Das ist schon seltsam. Also es ist so, als wenn... funktioniert nicht richtig. Nein, ich von der... ich meine, von der Story funktioniert das gut. Aber wenn die beiden sich unterhalten, scheint das eher so, als wenn der Charakter von Keanu Reeves vorher anders ausgelegt war und nachträglich verändert wurde und wie immer noch die alten Texte sagt. Weil die ist total feindlich ihm gegenüber und der ist zwar auch manchmal ein Arsch, ne, der beleidigt rum und sowas, aber er sagt ja von Anfang an, weißt du was, ich will dir helfen. Und sie sagt... jetzt was ganz Cooles, ich skippe jetzt irgendwas im Game. Und sie sagt, F dich, und ich darf das jetzt nicht sagen, ich darf nur Fuck sagen und nicht das deutsche Wort, ganz bestimmt. Sie Fuck ist die ganze Zeit, ist die den am Beleidigen und am Anschreien, dabei ist die Alternative... dass sie stirbt. Das heißt, eigentlich müsste es seine Prämisse sein, sie zu töten. Und dann sagt sie aber, weißt du was, ich habe mir überlegt, wir können zusammenarbeiten. Sie sagt, Mann, verpiss dich, geh mir nicht auf den Sack, stirb einfach. Frank Allers abonniert mich. Und er sagt die ganze Zeit, oh nein, ich will dir helfen, hörst du mir überhaupt zu? Neve abonniert. Koval, hat da jemand einen Bot? Ich würde jetzt sagen, der hat jemand einen Bot gestartet. Aber danke. Das sind zu viele. Was ist zu viel? Leute, die plötzlich abonnieren. Das ist uncool. Nee, abonniert. Abonniert cool. Und. Das ist voll uncool. Wer abonniert mich hier? Nee, versteht ihr, was ich meine? Die Gespräche. Ich hab nicht mehr viel. Nee, wie? Das ist auch ein cool. Von irgendwie so 100 Zuschauern wie sonst was? Von so viel nicht, nein. Von wenig Zuschauern wurde ich geradet. Aber ich wurde geradet. Ein bisschen. Dafür war schon mal ein Hacker bei ihm, wo 100 Bots reingeschickt hat.
Ja, genau, das hatte ich auch mal. Das, obwohl ich keine Ahnung, wie viele Abonnenten weniger als du hast. Ich habe 116, du hast 2000 irgendwas. 4000? 3000? Fast 4000. Für 3. Ja, sorry. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo du noch 2500 hattest. Ja. Damals. Damals hat Werbung noch funktioniert. Damals, stimmt, das ist ja eine Werbung. Darüber die habe ich immer noch. Aber die funktioniert nicht mehr so. YouTube hat sich verändert. Aber ich bin zumindest über den 1000 geblieben und durfte deswegen meinen Partnerstatus behalten. Deswegen habe ich die Werbung ja überhaupt erst erschaffen. Wann ist man eigentlich verifiziert auf YouTube oder kannst du noch nicht verifiziert sein? Weil ich habe schon mal YouTuber mit ein paar Abonnenten darunter gesehen, die verifiziert waren. Meinst du so ein Häkchen? Ja. Ich glaube, dafür braucht man 10.000 inzwischen. 10.000 Abonnenten, glaube ich. Aber auch noch irgendwas anderes. Oder waren es 100.000? Ich glaube, mit 10.000 muss noch irgendwas Spezielles haben. Du könntest auch einen Fake-Account sein, 10.000 haben, aber kriegst den Namen halt nicht. Du musst eine bestimmte Zeit lang existieren, glaube ich. Dein Kanal muss ein bestimmtes Alter haben und so viele Abonnenten haben. Kann auch sein. Das ist auch mit der Mitgliedschaft. Was? Ja, redet ihr über diese Symbole dann neben deinem Namen, oder? So ein blaues Häkchen müsste das sein. Blaues, oder? So. Okay. Sure. Speed Queen gefällt. Ich bin live. Huh. Was ist? Das habt ihr schon gehört, der Lockdown wird verlängert? Habe ich gelesen. Damn, ich habe noch nicht gehört. Also in Deutschland wird der Lockdown verlängert. Hier endet er am 18., glaube ich. Am 8. Bei uns sollte er am 10. Am 10. ändern. Wurde jetzt. 18. 18. Wir wurden auf den 31. verlängert. Ich habe Urlaub im Januar übrigens. Im Januar habe ich nur noch einmal Dienst, wenn der Arbeitsplan so bleibt. Ich habe den ganzen Januar frei. Den letzten Urlaub hatte ich ja im Sommer. Da kannst du ja irgendein sehr, sehr langes Spiel irgendwie durchstreamen. Irgendwie sowas wie Cyberpunk. Kleine Frage noch. Niemals. Kann es sein, dass jeder eine PS2 besessen hat oder sowas? Automatisch der Meinung ist, dass Final Fantasy X das beste Final Fantasy ist. Was wegen der 3? Du meinst PS2? Ja, ich habe PS2, glaube ich, gesagt. Hoffentlich. Also ja? Dann habe ich es falsch verstanden. Das ist ein gutes Spiel. Das ist gut. Ja, im Gegensatz zu... 20 Stunden gespielt, aber ich bin zu faul, weiter zu spielen. Was ist besser, Final Fantasy 6 oder 7? Das ist noch schwerer. Auf jeden Fall ist Crisis Core schlechter. Da ich Teil 6 damals nicht gespielt habe, 7. Okay. Ganz klar 7. Ja, okay, das ist ganz schlimm. 6 hat so gute Charaktere, eine massive Anzahl von Charakteren, spielt sich so viel besser. Ich habe das erst im Nachhinein gespielt und ich fand das nicht mehr so cool. Also ich habe mich da nicht mehr so reinversetzen können, dieses alte Spiel. Aber Sephiroth ist natürlich sexy. Also ist mein Waifu, aber Kefka ist einfach ein guter Antagonist. Da wären wir wieder dabei bei Frauen, die keine Frauen sind. Also ich habe kein Interesse an Männer, aber Sephiroth, Junge, wäre ich eine Frau. Das denke ich mir aber auch immer, wenn ich Ian McGregor sehe, so. Nice one. Ja. Heute habe ich noch irgendwem geschrieben, genau. Einen Kommentar beantwortet wegen dem Final Fantasy VII Remake. Ich hab ja die Theorie, nicht nur ich. Es ist eine anerkannte Theorie, es ist eigentlich schon Fakt, dass Sephiroth aus der Zukunft kommt in Final Fantasy Remake und das im Grunde die Fortsetzung ist zu Final Fantasy. Achso, also das ist nicht sowas wie, keine Ahnung, war das auch nicht so mit Zeit der Verdämmerung mit Ganon? Monikon sagt ich. Was ist mit? Hyrule Warriors war das doch auch so, das spielt irgendwie in der Vergangenheit, aber auch irgendwie in der Zukunft und die Leute kommen aus der Zukunft in die Vergangenheit. Das ist kompliziert. Hyrule Warriors, da habe ich LP von Nintendo geschaut, es ist so, ich spiele am Anfang vor Breath of the Wild 2 und dann tut der Roboter irgendwann so eine Zeitreise einleiten, wo die vier Recken der Zukunft so gesehen herkommen und die jetzigen Recken, wo im Breath of the Wild gestorben sind, retten und dann gibt es so eine zweite Timeline. Das ist das neue Hyrule Warriors, genau. Das ist quasi genauso,
wie Final Fantasy VII Remake. Das ist genau das. Ein Zeitreisender geht zurück und... So ungefähr, so meinst du das? Ich dachte, du meinst das erste Hyrule Warriors. Nein, das würde keinen Sinn machen. CyberX-Nerd war das. Mit dem habe ich heute drüber geredet. So. Keine Ahnung, ich bin der Meinung, what the fuck, warum 7, wenn man noch ein paar andere Spiele dazwischen hat? Warum kriegt 6 keine Liebe? Gibt 6 bitte Liebe? Das denke ich mir. Wenn man 6 als Remake machen würde, würde ich es vielleicht geil finden. Aber ich komme mit dem alten 16-Bit nicht mehr so klar. Mich packt das nicht mehr so. Schön, hat einen so guten Soundtrack. Damn. Das packt mich nicht mehr so. Das geht nicht mehr. Es gibt so viel anderes, was ich heutzutage spielen muss. Und wenn ich dann so ein träges Spiel spiele, wo ich so viel lesen muss, das packt mich nicht mehr. Träge. Nato, eine Frage. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall besser. Hast du Shovel Knight gespielt? Wir haben da gerade gleichzeitig gesprochen. Minator. Was? Minator, hast du Shovel Knight mal gespielt? Muss ich. Wieso? Ich wollte es nur fragen, weil ich es als extrem gutes Spiel finde und nur jeden empfehlen kann. Also ich habe es natürlich gespielt, ich besitze, das finde ich recht ironisch, wenn ich jetzt meine Switcher mache, besitze ich nicht nur diese Treasure Truth Collection, sondern auch, weil ich dachte, am Anfang habe ich mir halt mehr Geld geholt für Shovel Knight, also hat halt ein bisschen mehr. Da habe ich mir außersehen nicht nur Shovel Knight Treasure Truth Collection geholt, sondern auch Spectre of Torment, weil ich dachte, Spectre of Torment ist nicht enthalten in der Treasure Truth Collection. Am Ende war es ein bisschen seltsam, dass ich halt Geld dafür verschwendet habe. Hast du allgemein im Angebot und war dann halt 5 Euro günstiger? Ich habe alle 4 DLCs, also das Hauptspiel und die 2 oder 4 DLCs, ich meine 3 oder 4 DLCs, ich weiß gerade nicht, auf 100% gespielt. Damn, die Sache ist, das neueste DLC, also King of Cards, war so dermaßen gut, dass ich dann auf einmal der überzeugteste Shovel Knight-Fan wieder wurde. Am Anfang habe ich halt Shovel Knight gemocht, aber im Indie-Business mochte ich halt Shantae ein bisschen mehr, weil ich hatte damals hauptsächlich nur Shantae gesucht. Shantae habe ich mir viele LPs angeguckt, aber noch nie selber gespielt. Aber ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Die Sache ist, Shantae 2 und 3 sind die einzigen, die ich dir so krass empfehlen würde. 4 ist seltsam und 5 muss ich selber spielen. 5 finde ich auch nicht so gut, muss ich sagen. Also vom Sehen jetzt halt nur. Ja, habe ich beides nie gespielt. So, was suchen wir? Wir suchen Mystic Quest. So, Mystic Quest. Dann lasse ich doch mal einen Song laufen. Soundtrack. Ach ja, Gonzo, gleich eine Frage ins Stream, damit es offiziell für alle ist. Wann ist der nächste Smash-Stream? Das weiß ich nicht. Ich habe noch gar nichts geplant. Wo ist der Bereich, wo man halt... Was? Ja. Im Discord, überall könnt ihr das fordern. Ah, Sephiroth kommt ja nach Smash. Er ist schon drin. Ist schon ich drin! Ich hab eine Frage, vielleicht kannst du mir helfen, wir kommen mit Sephiroth Zeit, bin ich ganz klar. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, wenn man von dem getroffen wird. Du kannst shielden oder halt wie, also ja, wenn du es gut... Aber ja. Wenn man shieldet, hat ja Sephiroth direkt einen Instant quasi, einen kleinen Shield-Break. Also erstens, du hast halt, kann dann Charaktere mit Konter können das sehr gut ausweichen, wenn du in dem Moment eine Konter drückst oder so, also mit Shield Down B, das ist sehr praktisch. Ja, ich spiele immer mit King Kerul und parieren einfach sofort. Mein Freund hasst mich dafür immer. Also die Sache ist, ich spiele halt allgemein Sephiroth als meinen neuen Main gefühlt, weil ich spiele jetzt hauptsächlich nur noch. Ich könnte mal kurz bei mir die Game Capture umstecken. Ich habe jetzt auch eine Game Capture. sehr geil. Ich bin ja ein großer Final Fantasy VII Fan, weil ich so auf Heldengeschichten stehe und Sephiroth ist ja auch ein gefallener Held quasi. Und Cloud ist ein Held. Die Sache ist, Sephiroth hat einfach keine Charakterentwicklung, wenn wir es so betrachten im Vergleich zu Kefka. Das ist natürlich Kefka besser, aber Sephiroth ist vom Enemy-Design wirklich der beste designte Endboss-Gegner, sonst was. Er taucht halt an den perfekten Stellen auf, ist halt so episch inszeniert. Er ist es. Sephiroth macht halt wirklich überhaupt gar nichts mehr, aber es gibt die Vorgeschichte zu Sephiroth. Du weißt, er war in den Wutai-Kriegen. Er ist ein Kriegsheld, Cloud wollte ihm nacheifern und dann findet er heraus, dass er ein Monster ist, ein von Menschen geschaffenes Experiment und wird wahnsinnig. In dem Sinne hat er schon einen Werdegang und eine Vergangenheit. Ja, aber keine Charakterentwicklung in-game. Und das ist nicht der Fakt, warum er schlechter ist. Das ist halt nur der Fakt, warum Kefka halt ein bisschen mehr Spaß macht so als Charakter. Weil der halt sich währenddessen von diesem Spaß in den abgefucktesten Typen überhaupt entwickelt. Und du kennst ja den Plot-Twist, der halt irgendwo mit dem Game passiert, ne? Das weiß ich. Ich habe das tatsächlich mal nachgeholt. Ich habe nie durchgespielt.
Aber ich fand das an der Stelle kacke. Ich muss sagen, ich war zu der Zeit nicht bereit für ein Spiel, wo ich verliere und die Welt danach in Ruins liegt. Das fand ich kacke. Aber genau das fand ich nicht gut. Charakter jetzt verändert zu sehen, deswegen sind, okay, einige Charaktere sind schon useless, Januar. Aber ich war damals nicht so weit, das zu akzeptieren, dass ein Spiel mich verlieren lässt und die Welt untergeht. Das fand ich nicht cool. Minotaur, können wir uns beide bitte darauf einigen, dass Crisis Core höchst overrated ist? Elias versucht es immer wieder, die ganze Zeit, versucht er Crisis Core hier mit reinzuschmuggeln und schlecht zu machen. Das waren so, keine Ahnung, Final Fantasy 7 bleibt Final Fantasy 7. Also, keine Ahnung, was soll man mehr spielen? Ich mag Crisis Core. Wir brauchen ein Remake von Crisis Core. Wir brauchen auf jeden Fall kein Remake für Crisis Core. Wir brauchen auf jeden Fall ein Remake für eine große Konsole von Crisis Core. Wo man ein bisschen was dran verändert. Das ist halt interessant, weil, wie hieß nochmal dieser Dude da? Jack oder so? Zack. Der Charakter ist interessant. What the fuck? Man kann den zum Beispiel im Remake, wie Gonzos meint, halt ein bisschen mehr mit der Lord in Rome experimentieren und mehr Einblicke verschaffen, indem man das halt eben, wie gesagt, integriert in den Steam Remake, das laut Gonzo die richtige Theorie ist. Das ist halt fresh. Ist ja wirklich fresh. Da die im Remake ja jetzt in einer anderen Zeitlinie sind, können die ja generell einige Sachen anders machen. Und es spielt immer noch nach der Original-Compilation. Also es verändert nicht die Original-Story. Deswegen. Dann sind keine Fans wieder pissed, dass irgendwas denen nicht stimmt. Aber guck mal. Das stimmt. Sie sind generell gepisst, lang gepisst, weil das Remake kein Remake ist, sondern eine Fortsetzung. Das war genau das, wo Cyberpunk hier wegen Betrug angeklagt wird. Das war Anfang des Jahres dasselbe mit Final Fantasy VII, wo die ersten Gerüchte rumgingen, das ist eine Fortsetzung, das ist kein Remake. Und dann konnten es alle spielen. Da sind vorher schon Videos geleakt, das das Ende zeigt, wo gesagt wird, das ist ein Remake. Das ist Teil 2. Das ist nicht ein Remake. Und dann, ne, Betrug. Da steht Remake drauf und es ist kein Remake. Und da haben sich alle beschwert. Was ist mit euch los, Leute? Bei Cyberpunk ist aber was anderes, weil da steht PS4-Spiel oben, ist aber kein PS4-Spiel. Du kannst es auf einer PS4 spielen, auf einer PS4 Pro oder auf der PS5 mit PS4-Abwärtskompatibilität. Schlimmste Wort 2020, Abwärtskompatibilität. Wir dachten alle, es wäre Systemrelevanz oder Corona. Es ist in Wirklichkeit Abwärtskompatibilität. So. Was? Ja. Ich kann mich wachsen, aber wirklich Sorgen um Elden Ring direkt. Weil ich will Elden Ring, weil ich wirklich in so einer Collector's Edition oder sowas kaufen. Und wenn es irgendwann dieses Jahr, es wird ja wahrscheinlich noch dieses Jahr, vielleicht im März oder sowas rauskommt. Wie es halt oft bei Microsoft ist. Aber wenn es das rauskommt, kann ich es mir nicht direkt beim Release so vorbestellen, weil ich es mir nicht bei der PS4 kaufen werde. Und das Risiko gehe ich nicht nochmal ein. Da warte ich lieber darauf, dass ich eine PS4 kaufe. Versuche! Ah! Safety Roll! Ich höre den Stream. Mein Stream hört dein Stream. Ist er oben ohne? 3, 2, 1, los! Wieso? Der DLC wird gekauft. Kann man denn das Video stumm schalten? Ah. Video ist stumm. Es kann sein, dass Minotaur jetzt gar nicht mehr zu hören ist, weil ich sein Video stumm geschaltet habe. Aber ich wollte mich eh verabschieden. Und am Ende spiele ich jetzt gerade noch mal von Mystic Quest das Battle Theme. Weil ich das gerade eben so in den Kopf bekommen habe und dachte mir, das höre ich mir dann doch mal an. So.
Kann ich gerade das. Gonzo, ich hatte noch eine Frage. Ja. Du bist ja jetzt halt fest in der Metroid-Materie drin, ne? Ja, absolut, ja. Metroid Prime 4 LP'n. Oder Stream. Auf was für einer Konsole ist Metroid Prime 4? Ach, cool, das ist das, was kommt, ne? Auf der Switch, das kommt neu. Da muss ich mir erstmal Reviews ansehen. Ich weiß ja gar nicht, was für ein Genre das sein wird. Das weiß keiner, weil nur der Name veröffentlicht wurde. Ja, mal gucken. Wenn es eine gute Lore hat, wenn es gut spielbar ist, dann vielleicht. Dann ein solides Vielleicht. Metroid, jeder Metroid-Teil hat eine gute Lore. Außer Hunters und ADM. Wir werden sehen. Ich glaube, die Katze will jetzt rein. Ich gehe mal jetzt raus aus dem Voice-Chat. Ich verabschiede mich von euch. Danke fürs Dabeisein. Und dann lasse ich einmal kurz Mystic Quest laufen. Ciao. Okay, macht's gut. Ciao. Das ist der falsche Song. Ich musste gerade Minator wieder laut schalten fürs nächste Mal. Das ist Steffroll immer noch. Mystic Quest Battle Theme. Ah, das ist Werbung, meine Güte. Nein, nein. So, Werbung stumm geschaltet. Wir müssen warten, bis die Werbung durch ist. Hier gibt's keine Werbung. Hanse Merkur. Zahnzusatzversicherung? So, also an der Musik hat Squaresoft da nicht gespart. Geht euch das nicht durch Mark und Bein, voll geil, ne? So, Leute, hauen wir rein. Das war lang genug. Ich beende jetzt die Aufnahme und den Stream und kümmere mich dann darum, dass das morgen hochgeladen wird. Ist wieder viel zu lang. Es ist so lang beim Hochladen. Aber naja. Mach's gut. Ciao. Bye, bye. Achtet auf den blauen Panzer.